Hallo, liebe Menschen, die den Podcast schauen oder hören. Kurzer Hinweis, bevor die Folge losgeht. Meine letzte, allerletzte Tourtermin mit dem jetzigen Solo Standuf stehen an. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, 26. Januar bin ich in Rorschach im Kaffeebar ein Treppenhaus. Dann, 21. Februar, Bernhard Theater Zürich. Die erste, einzige und letzte Show, die ich mit dem Solo in Zürich mache. Also unbedingt vorbeikommen, wenn ihr von Zürich seid oder aus der Umgebung. März haben wir dann noch ein paar. 11. März, Diogenes Theater in Altstetten im Rheintal. 16. im Kulturzentrum Hollestein in Glarus. Und sagt man Glarus? 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 Die heimische sagt Glarus. Ja. Glarus. Glarus. Ich würde es noch üben. Das ist mein erster Solo-Auftritt im Glaris. Und 17. gerade den Tag danach, Kesselhaus, Pfaffikon und grosse Derniere. Samstag, 25. März im Kulturhaus Hebsen in meiner Heimatstadt in Basel. Kaufe Tickets, sind online auf meiner Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Gut, also Dimitri Stapfer, wenn ich gerade erfahren habe. Voilà, hoi. Wir haben gefunden, im 23 machen wir mal etwas Neues. Der Mitarbeiter des Monats, der Luca, hat die Idee gehabt, dass wir mal einen Überraschungsgast einladen. Tada. Tada, du bist jetzt. Wir haben uns vorher die Hand geschüttelt und sind angesessen. Und wir haben fast das gleiche Outfit, habe ich gemerkt. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Also du hast ein bisschen elegantere Version davon. Ja, hat meine Freundin geschenkt. Ah, wirklich? Ja. Ich dachte, das kann ich so das erste Mal tragen. Das habe ich mit meiner Freundin gekauft. Ah, wow. Ich glaube, so passiert es. So ganz fein wird der Modestil angepasst. Definitiv, oder? Ja. Dass man ja mal zusammen gut einkauft und sagt, oh, die ist aber toll. Ah, die sieht super aus an dir. Hey, ich glaube, aber wirklich ohne meine Freundin wäre ich auch halb so gut angelegt. Das ist jetzt schon ein gutes Händchen. Ich sehe es. Ich finde es sehr gut. Also. Ja, ich meine, nur heute, wenn auch schon. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich in den Kleiderschrank hineingeschaut habe, sind irgendwie so die T-Shirts, die ich irgendwie 16 war, irgendwie noch nicht können wegwerfen konnte. So Band-Shirts oder ja, was? Ja, oder weißt du, irgendwelche Erinnerungen, die dran waren. Also, Musik ist nicht so mein Thema. Ist nicht so deins. Aber ja, whatever. Irgendwie T-Shirts aus der Ferien oder etwas, was du einfach immer irgendwie angehabt hast, was einfach so an dir angewachsen ist. Mhm. Und das hat sich mittlerweile zum Glück einfach ein bisschen ändern. Gut, ja. Gut. Ich probiere ja in diesem Gespräch herauszufinden, was du machst, ohne dass du es mir einfach gerade sagst. Alright. Fand ich ja langweilig. Aber wenn du sagst, Musik ist schon mal nicht so dein Thema. Ja, ah, stimmt. Würde ich dich eher beim Sport ansiedeln? Hey, ich war früher sportlich gewesen, heute so lalala, aber nein, das ist es nicht. Okay. Gut. Das ist es nicht. Man wird es noch herausfinden. Ich habe vorhin mal einen halben Tipp gegeben. Warten bin mir gewöhnt. Warten bist du gewöhnt? Ja. Oh je. Das ist aber in so vielen Bereichen. Also weißt, ich habe gemerkt, zum Beispiel mein Beruf besteht auch zu einem Großteil aus Warten. Ja, da kommen wir schon näher. Machst du auch etwas auf der Bühne? Oh ja. Auch. Okay, aber nicht Musik. Nein. Schauspiel? Ja, da kommen wir näher, ja. Näher? Ach, das ist es. Das ist es? Ja. Also du bist Schauspieler? Ich bin Schauspieler. Okay. Ich probiere dein Gesicht zu lokalisieren. Hey, bin jetzt gerade in einem neuen Film. Ich habe meine Haare, das ist jetzt meine neue Filmfrisur. Ich habe eher längere gehabt. Okay. Es ist jetzt auch peinlich, dass ich nicht weiss, wer ist. Ey, das ist völlig okay. Okay. Also, wegen dem mache ich es ja nicht. Okay. Ja, einen Film habe ich gedreht und eine Kinderserie habe ich gedreht. Hast du für einen Film gemacht? 20 Regeln für Sylvie heisst der. Das, wenn ich da raus... warte jetzt, rausgekommen ist er eben 14. Mit dem Carlos Leal. Ah, ja. Also, das hast du mitgespielt? Ja. Genau, ich habe immer noch mitbekommen, dass du
auch mal als Schauspieler gearbeitet hast oder eine Schauspielausbildung gemacht hast? Nein, eben nicht. Eben ohne Ausbildung. Ohne Ausbildung. Und dann mit schlechtem Gewissen immer gesagt, dass ich Schauspieler bin. Weil, hast du eine Ausbildung? Ja. EFAS oder was? Nein, Zürcher Hochschule. Zürcher ZHDK. Genau. ZHDK, ja. Okay. Und dort habe ich gemerkt, eben, die Leute sind immer so, hast du eine Ausbildung, hast du das gelernt? Bist du da? Genau. Und dann bist du so, nein. Aber in dem Moment habe ich effektiv mein Geld mit dem verdient. Und dann habe ich so gedacht, es ist so gleich mein Job. Ja, klar. Finde ich auch. Also, ich meine, dort, wo du nachher irgendwie auch, wenn du auf der Bühne bist und es funktioniert und du kannst darauf arbeiten, dann bist du logisch ja kein geschützter Beruf, bist du Schauspieler. So wie ich, also mit Comedian ist ja das Gleiche, oder? Absolut. Sobald die Leute lachen, hast du eigentlich den Job erfüllt. Ich sage immer, wenn sie aus dem richtigen Grund lachen. Ja, genau. Scheiße. Nein, logisch. Ja. Es gibt so viele Comedians. Ja. Und ich habe dort aber auch lange gebraucht, bis ich mich getraut habe, zu sagen, Comedian. Ja, verstehe ich. Ich meine, es ist ja eine Königsklasse. Weil für mich sind halt die Menschen, die ich bewundert habe, das sind für mich Comedians gesehen. Und dann habe ich so gedacht, also nur will ich jetzt... Wann hast du angefangen? Also weißt du... Das ist aber gerade so alles die Zeit gesehen. Also irgendwie... Wie alt so denn? Ups. Mit... Ich will schnell schauen, dass es nicht drankommt. Ja. Also effektiv, ersten Auftritt, Stand-up, habe ich vor 10 Jahren. 2012. Ja. Und dann aber gerade so in dieser Zeit, am 13. haben wir den Film gedreht und der ist am 14. rausgekommen und Ende 13. habe ich Premiere gehabt mit dem Solo-Programm. Und wie bist du reingerutscht? In Comedy? Ja. Also als Schauspiel und also weißt du, wie hat dich das einfach catchen? Ja, einfach der Drang von angeschaut zu werden. Wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du hast ja effektiv den Weg gewählt in dem Fall, und hast gesagt, ich gehe an ZHDK, genau. Schauspiel studieren. Genau. Yeah. Ja, schau, bei mir hat es relativ früh angefangen. Ich bin mit 12, 13 habe ich den Zirkus Knopf gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das etwas sagst. Ja. Das ist so ein Freilichttheater-Zirkus mit, also eigentlich wie so aus dem Bilderbuch, oder? Du weißt, mit den alten Holzwegen, Oldtimer-Traktoren, es ist Freilicht. Und das bin ich damals schauen und das hat mich krass fasziniert. Meine Mutter war dabei gewesen. Und nach dieser Vorstellung hat sie mich angeschaut und gesagt, ey, würde das noch gefallen? Und ich habe also gemeint, was, meinst du schauen? Ja, voll. Und sie sagt, nein, also, würde das gefallen, so auf der Bühne zu stehen und so etwas zu machen, so wie in dem Zirkus? Yeah. Mit den Jugendlichen, die du auch gesehen hast und den Artisten und der Clownerie und alles. Und ich konnte es irgendwie kaum fassen, dass die Frage so ernsthaft gestellt hat, meine Mutter. Und hat gesagt, ja, voll. Also das würde mich lusten. Und dann hat der Zufall wählen, dass wir mit dem Zirkusdirektor irgendwie am Tisch gehockt sind. Der Herr Knopf. Genau. Nein, das ist der Markus Lerche, der geheissen. Und der hat mir nachher von dem Zirkus, von dieser Welt erzählt. Und ich bin dann so an einem Tisch gehockt, weißt du, auf einem Gummiball. Und bin einfach immer nur so dort gewesen und auf dem Gummiball hin und her. Und einfach komplett still und dem zugelassen und fasziniert gewesen. Und dann war klar, dass ich mal an das Casting gehe und dann von dem Zirkus Knopf. Mhm. Und dann hat es geklappt und der Michael Finger hat dort Regie gemacht, ich weiß nicht, ob der gesagt hat. Der war dann extrem jung, der war irgendwie auch 24, 25 oder so gewesen. Und der hat dort die Regie übernommen und ich bin dann nach 2 Jahren mit dem Zirkus durch die ganze Schweiz durchgetingelt Und was hast du performt? Ich bin dort, wir waren 3 holländische Adventure Boys gewesen. Also der Jan, Jasper und Jupp. Und ich bin natürlich der Kleinste, der Jupp, mit so also ähnliche Frisur wie du, aber einfach viel mehr. Yeah. Also so auftopiert. Und bin eigentlich so in dem Trio sind wir so die Slapstick-Comedy haben wir eigentlich gemacht. So Groucho Brothers. Ja, ich bin die ganze Zeit irgendwie gejagt worden von den 2 Brüdern, die irgendwie einen Scheissdreck gemacht haben. Dann bin ich wieder einmal vom Dach oben runtergefallen und davor gesäckelt oder irgendwie, welche Saltos haben sie mich weggeworfen und genau. Und das war so die Zeit gewesen. Ich meine, mit 13, 14 bin ich mehr oder weniger, ja, meine Eltern sind ja daheim geblieben. Und ich durfte die Welt erleben, die Schweiz erleben, das Reisen erleben. Und wir waren in den Grossstädten wie Basel und Zürich. So Grossstädte, die einzigen zwei. Die einzigen zwei. Und dann
Und auch so kleine 200 Seelendörfer sind wir abgrasen. Und so habe ich einfach so eine riesige Erfahrung dürfen mitnehmen, so als junger Bub. Yeah. Und auch, und was ich auch mega mitnehmen kann, ist die Verantwortung. Verantwortung im Sinne, du bist nicht in der Pubertät, du hast Bock, Scheissdreck zu machen, du hast Bock, irgendwie in der Nacht abzuhauen und irgendwie, weiss auch nicht. Das habe ich alles können machen. Yeah. Gleichzeitig habe ich am anderen Tag gewusst, hey, ich muss meine Show machen. Genau. Ich muss meine Kleider gewaschen haben. Ich muss irgendwie meinen Wagen aufgeräumt haben, dass ich irgendwie ein komfortables Leben doch irgendwie kann haben in dieser ganzen Zirkuswelt. Ja, und spannend ist, dass ich denke immer so in dieser Zeit, so in der Teenager-Zeit, dass wenn man dann etwas hat, wo einem selber etwas bedeutet, wo man eben so wie für sich entdeckt hat, dass man dann die Verantwortung kriegt. Ja. Weil, also bei mir ist so gesehen, mit der Schule habe ich das nicht gehabt. Nein, null. Nein, das war der Horror gewesen, wieder zurück. Genau. Und mit irgendwie, also irgendwie, ich habe mit 16 habe ich beim Jugendfernsehen habe ich angefangen. Ja, ja. Und als Moderator dann? Ja. Das war dann mein Job gewesen. Und natürlich hatte ich längstens noch Zeit gehabt für die Schule. Ja. Aber ich habe dann immer so gesagt, nein, weißt, ich muss so viel machen für das Fernsehen. Ja, ja. Aber das ist mir auch wichtig gewesen. Und dort habe ich dann auch können, tagelang an etwas rumschneiden und 100 Ideen gehabt und nochmal etwas gemacht und so. Und ich glaube, das ist genau das, in dem Fall deine Mutter, wo die eigentlich auf das gebracht hat. Ja, sie hat mir eigentlich den Trigger gegeben. Ja. Das ist, und bei mir heute noch ist mir 12 gewesen, wenn ich wirklich so zum Schauspiel gekommen bin, auf zu der Bühne, ich gesehen mein damaliger Klassenlehrer. Ah. Weil ich habe Basketball gespielt und in einem Verein. Und dann hat es noch ein Freiwahlfach gegeben. Und dann habe ich gesagt, Freiwahlfach nehme ich auch Basketball. Und dann ist aber das Problem gesehen, dass das am gleichen Tag war. Ich habe am Nachmittag in der Schule Basketball gehabt und so das Training für den Verein. Und dann bin ich immer am Arsch gesehen. Weil ich auf dem Nachmittag schon trainiert habe, gespielt habe. Und danach bin ich irgendwann zu meinem Klassenlehrer gesagt, ja, das ist irgendwie schwierig und so. Aber ich weiß nicht, was sonst machen. Und dann hat er so gesagt, mach doch mal Theater. Und ich habe Theater so dumm gefunden. Also es hat mich schon fasziniert. Mhm. Aber mein Vater hat Schauspieler gemacht, meine Stiefmutter hat Schauspiel gemacht. Und dann bin ich so gesehen, ich will nicht das machen. Weißt du? So eine kleine Revolution. Genau, das ist so ein bisschen gegen das gewehrt. Und er so, doch, geh einfach mal eine Stunde. Und das ist ein guter Typ, der Herr Müller und so. Und ich so, okay. Und dann hat er irgendwie in der ersten Stunde hat er gesagt, oh, nehmt irgendeinen Gegenstand, den ihr dabei habt und performt etwas mit dem. Ja. Und ich habe irgendeinen CD-Player gehabt. Dann habe ich halt eben so eine Comedy-Nummer gemacht mit dem CD-Player. Und irgendwie zwei, drei haben gelachen. Und dann, ja. Dann hat es dich genommen. Ja, ja, dann klar. Ist es vorbei, oder? Und das ist genau der Impuls, wo jemand, wo das irgendwie vor... Nicht ganz raus, aber so in dem Fall die Mutter oder mein Klassenlehrer, wo ein bisschen Blick hat, so, ich habe das Gefühl. Ja, und bei ihr war es wirklich so ein Tippen gewesen. Mhm. So, ist das etwas? Mhm. Und dort hat sich so eine Welt aufgetan. Yeah. Und dann kannst du da drinnen auf, es tut sich eine Welt auf und du gehst drinnen auf. Yeah. Und auch das weißt du ja immer, also ich habe so das Gefühl, so, als Jugendlicher bist du die ganze Zeit gestresst, du bist zwischen, du willst erwachsen sein, du bist aber noch ein Kind, du musst Sachen machen und du darfst nicht die Sachen machen, die du eigentlich willst. Das ist eigentlich eine schreckliche Zeit. Es ist eine Horrorzeit auf eine Art, oder? Und auch das Schulsystem ist ja einfach so aufgebaut. Das ist ja extrem irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine preußische Militärschule, oder? Du gehst rein und dann kommt Primar, dann kommt Oberstufe und du wirst dann eigentlich ausgebildet als Arbeitsoffizier, um dann in die Welt rauszugehen, arbeiten. So. Yeah. Und ich habe das halt total crazy gefunden, dann von der freien Welt wieder in die Schule zurück und wieder eigentlich so gefangen zu sein, so in diesen Strukturen, wo ich so viel gelernt habe, in dieser Zeit, in diesem Zirkus. Auch schulisch bin ich extrem schnell weit gekommen, weil wir dort einen Privatlehrer hatten. Logisch, du machst schon schnell Fortschritt. Aber ich konnte das machen, was mich interessiert. Und dann bin ich wieder dort zurück in der Schule und ich habe gedacht, mir geht die Decke auf den Kopf. Ich dachte, nein, jetzt bin ich wieder gefangen, jetzt bin ich wieder da drinnen, wo ich das, was ich geliebt habe, völlig verloren habe. Und es hat auch so Momente gegeben, also ich denke eben auch, dass das Lebendige, das du sicher auch hast, also das Reden, das Ideen, die reinkommen, die Energie, die irgendwie einem drinnen hockt. Und dann ist es mal einmal darum gegangen, das weiss ich noch so gut, ich bin zurückgekommen von dem Zirkus Knopf, bei dieser Schule, und mich wieder irgendwie einleben können. Und dann ist es darum gegangen, dass wir für diese Schulreise Geld sammeln.
und Ideen sammeln. Mhm. Wie können wir Geld generieren? So. Mhm. Und dort ist es bei mir wieder auf. Und ich habe halt Sachen reingeworfen, die halt vielleicht auch ein bisschen abstrakt waren. Aber das hat irgendwie so wieder so eine Ideenfindung. Und ich bin so abgeputzt worden vom Lehrer. Hey, das ist keine One-Man-Show. Konzentriert dich und gib einfach nur Sachen raus, die irgendwie auch Sinn machen. Mhm. Und dann ist man schon wieder... Dann ist man, fuck, Mann, ich bin einfach am falschen Ort. Und das nicht, dort rauszuwählen, ist nachher eigentlich so immer in mir bleiben stecken. So, mhm. Also, das ist einfach immer in mir drin gewesen. Und durch das habe ich es nachher aber auch geschafft. Und zum Beispiel im Theater Neumarkt mit 16 mhm. Haben sie so ein Jugend-Profi-Stück gemacht. Also, es hat irgendwie so 5 Profis gehabt und Jugendliche oder Laien, die sie genommen haben. Und dort ist ein lieber 99 falsche Tote als 2 Stunden falsches Leben. Also über die ganze Theatergeschichte sind alle Todesfälle irgendwie in diesem Theaterstück drin verhandelt worden. Von Shakespeare über Schiller und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht wirklich verstanden, um was es gegangen ist inhaltlich. Aber ich habe es einfach so hure crazy gefunden, wie die Schauspieler abgehen. Mhm. Wie sie mit dieser Sprache umgehen, was sie mit ihren Körper machen. Ich weiß noch, der eine ist irgendwie dort ein Todesmonolog gehabt, ist ihm der Koder und der Käufer über die Augen übergegangen und irgendwie wieder abgetroffen. Ich so, yeah, geil! Leben! Genau das wollte ich machen, Mann. Das ist geil. Und nachher habe ich dann auch schon mal ein einen Einblick gehabt, so in die Filmwelt, so Statisterie habe ich dann so bei mir ein bisschen angefangen, und so mit meinen Rollen. Und dann sind wir und ich bin ja in Wangen bei Alten aufgewachsen, also das ist sozusagen Aglo von Alten. Und nachher sind wir von Wangen bei Alten auf Solothurn gezogen. Und das war für mich schon ein mega Opener gewesen, weil Solothurn ist doch noch eine ganz andere Kultur statt, also die Solothurner Filmtage, jetzt die Literaturtage und so weiter und so fort. Und sehr schöne Stadt. Und es ist eine sehr schöne Stadt, ja. Ich weiss jetzt, wie Wangen bei Alten ist. Hey, wow, ich bin letztens mal durchgefahren. Es ist krass, ich meine, es war früher schon nicht so das schönste Dorf gewesen. Ja. Yeah. Und jetzt haben sie ja noch so die letzten schönen Häuser, sie hat weggejätet und irgendwelche Neubauten. Mhm. Darauf gepflanzt und es ist also ich finde der Weg von Alten auf Solothurn, wo die durch die Dörfer, wo man dort fährt, finde ich recht speziell. Also es ist so eine Mischung aus Dorfindustrie irgendwie. Ich weiß nicht. Es hat so, natürlich je nachdem, in welchem Dorf es nachher noch ein bisschen Kern reingehst, hat es noch den schönen Dorfcharakter. Mhm. So. Aber gerade dort drinnen finde ich es, also einfach auch die Hauptstrasse, die dort entlang geht, ja, ist nicht meins, sag ich jetzt mal. Ja, das finde ich faszinierend an der Schweiz, dass irgendwie in anderen Ländern hast du halt wirklich so ein klares Industriegebiet. Und das ist dann ja nicht gerade so groß wie die Schweiz, aber es ist sehr groß, oder? Und dann hast du wieder lang einfach Städte, Dörfer, was weiß ich. Und bei uns ist es halt immer sehr schnell durchmischt, oder? Mhm. Also jetzt gerade, wenn du denkst, ich bin ins Tessin gefahren und einfach der letzte Weg, bevor, also du bist schon im Tessin, aber bevor du an die schönen Orte kommst, und bevor du am See bist, hast du einfach links und rechts nur hässliche Bauten. Und so krass, jetzt ist das eidgenössische Schwing- und Alplerfest, das war in Prattelen gesehen. Ah ja? Da haben sie so eine riesen Essmeile gemacht und dann hast du wirklich nur so über die Dächer von diesen Essständen schauen und dann hast du irgendwie da eine fette Bude gesehen und da irgendeine Industrieklotz. Und es ist irgendwie alles so vermischt. Das glaube ich, ist in der Schweiz schon speziell. Und auf jeden Fall bist du dann auf Solothurn? Ja, dann bin ich eben in Solothurn gewesen. Und nachher ist es halt darum gegangen, hey, irgendwie musst du mal so eine Lehre machen oder so. Und das war mir eigentlich klar gewesen, aber irgendwie wollte ich das Schauspiel rein. Und dann ist so ein Satz, der mir so geblieben ist, von meinen Eltern, hey, mach doch zuerst eine Lehre. Ja. Das ist das Ticket für die Gesellschaft. Mit dem Gesundheit. Oh, danke, hast du Liesli gesagt, den kann ich noch. Und das ist mir irgendwie eingeleuchtet, es ist gar nicht darum gegangen, für mich, ihnen ist klar gewesen, wo ich wahrscheinlich hin will, aber wieso die Akzeptanz, dass du einen Weg bis zu einem gewissen Punkt auch machst in dieser Gesellschaft und dass du irgendwie wieso dort angenommen wirst, ist mir dann irgendwie eingeleuchtet, einfach mit dem Ticket für die Gesellschaft. Und dann habe ich mir so überlegt, ja okay, was wäre das denn? Und mich interessieren Geschichten
vermitteln, darüber zu erzählen. Und dann bin ich auf den Buchhändler gekommen. Mhm. Also einfach, ich hatte so die Fantasie von diesen Büchern umgeben zu sein, mhm, und über die Bücher zu reden und die zu lesen und einfach so das alles so mit dem aufwachsen, oder in diesen 3 Jahren, wo du die Lehre machst. Und dann bin ich im Buchhaus Bücher Lütti in Solothurn, habe ich dann tatsächlich eine 3-jährige Lehre gemacht. Mhm. Und das waren aber ziemlich coole Leute dort, weil die das auch checken, dass es wahrscheinlich nicht, ich werde jetzt nicht der Buchhändler bleiben. Und dort in Solothurn eben auch der Jugendclub gegeben. Der Jugendclub, Theaterjugendclub im Stadttheater Solothurn. Und das Stadttheater Solothurn ist ein wunderschönes, barockes, kleines Theater. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Nein. Stand-up ist in goldig, Mann. In so Räumen Stand-up-Seite. Ja. Es hat Platz für 300 Leute, es ist relativ klein. Es hat ein kleines Ensemble mit zwischen 5 und 7 Ensemblemitgliedern. Also ein festes Ensemble. Und das, in so einer Kleinstadt ist das doch heute immer noch etwas Besonderes. Und die hatte eben einen Jugendclub gehabt, und dort habe ich nachher eigentlich immer auch nach dem Arbeitstag bin ich eigentlich dann dort irgendwie Stück entwickeln, ja, mit den anderen zusammen. Oder, ich meine, die Buchhändlerzeit war schon auch schön gewesen, vor allem aus dem ersten Jahr, habe ich irgendwie spannend gefunden, aber ich bin echt nicht der Typ, der, weißt, alphabetisiert, oder? Dann musst du die ganze Zeit die Bücher einräumen, es ist alles leislig, du redest bei dem Turm miteinander, und grüezi wohl, ja, die Literatur haben wir da oben, da darf ich noch etwas zeigen. Und dann weiter noch ein Säckchen. Mhm. Und ich habe irgendwie aus dem auch wieder müssen ausbrechen, dann bin ich ins Rugby. Also nach dem Arbeitstag. Dort ist der Sportteil. Dort ist nachher der Sportteil. Ich habe so gedacht, Hockey oder Hockey oder so eine... Ja, ich habe 7 Jahre Gerät und Kunstturnen gemacht. So ein rougher Sportjob. Rugby ist sehr intens. Ich habe es geliebt, yeah, einfach auf dem Feld zu sein. Und es ist nicht ein fairer Sport, aber er ist ehrlich irgendwie. Ja, ich glaube auch, dass einfach du lässt einfach alles dort liegen, oder? Du lässt alles liegen, ja. Weißt du, ich meine, es ist nicht fair. Fußball ist auch nicht fair, oder? Also weißt du, aber er ist irgendwann durch, finde ich, auch nicht so ehrlich, weil die ganzen Schwalben und das ist das, was mir beim Fußball so ein bisschen auf den Sack geht. Yeah. Und beim Rugby habe ich einfach so das Gefühl, okay, bam, du hast jemanden getackelt, du hast natürlich gefoult, und es wird vom Schiri wie gesagt, hey, foul, und du nimmst es an. Es gibt nie eine Diskussion. Yeah. Und das habe ich irgendwie dort geliebt. Du kannst rough rein, und wenn du drüber bist, akzeptierst du es. Also. Eben so die Ehrlichkeit drin. Ja, und dann war es irgendwie klar gewesen, nach dieser Buchhändlerzeit bin ich dann auf die Tournee, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt nachher die verschiedenen Hochschulen im deutschsprachigen Raum, wo du gehst vorsprechen. Und dann hast du immer so drei Recalls eigentlich, oder? Also du hast die erste Runde, du wirst nicht rausgekickt, oder kommst in die zweite oder die dritte. Und dann haben wir einfach so 5 Schulen ausgesucht. Damals habe ich so die besten gefunden irgendwie. Es war München, gewesen, Leipzig, Berlin, Busch. Und Zürich. Und Zürich, 40 gewesen. Genau. Und Zürich bin ich dann angenommen worden. Ja, von diesen Castings sozusagen hört man immer sehr absurde so Urban Legends, wo irgendwie dann heisst, spiel mal einen Duschvorhang. Hey, du kommst eigentlich ziemlich... Ja, nein, du kommst eigentlich... Also, so wie ich es erlebt habe, du kommst recht geordnet vor, was du musst machen. Oder? Du musst einen Monolog machen, einen klassischen. Du musst einen modernen Monolog machen und etwas Selbstgeschriebenes. Und vielleicht noch ein Lied oder ein Gedicht. Und dann wird mit dir auch gearbeitet. Und dann schaut man eben, wie bist du schon, wo kann passen... Also sind ja wie auch so Ensembles zusammenstellen. In diesen Klassen, und also die Klassen so zusammenstellen und schauen, genau, passt da jetzt rein oder nicht. Yeah. Oder? Und so gibt es verschiedenste Gründe, dass du eigentlich wieder rausgekickt wirst. Oder? Ich habe in Leipzig, wenn ich mich auch gut erinnere, ich habe dort so scheiße gespielt, aber es war auch Horror gewesen. Am Tag vorher bin ich mit einer guten Kollegin, mit ihr bin ich vorsprechen, und dann sind wir auf Leipzig. Und sie hat irgendwie bei einem komischen Dude hat sie eine Schlafmöglichkeit organisiert. Und sie hat auch nicht gekannt. Ich weiß gar nicht, wie sie auf den gekommen ist. Ich weiß nicht, was ich mit dort läuten. Und da kommt wirklich so ein
Dude mit so schwarz angelegt, fettige, lange Haare und es kommt einfach so eine Wand aus Rauch uns entgegen und er so, ah, ciao zusammen, ja, kommt nur rein und so. Du kommst rein, alles war zu, gewesen, es war alles dunkel, gewesen, alles war fettig, gewesen, weil irgendwie, also überall, jede Fläche jetzt irgendwie so eine, ja, so eine fettige Touch gehabt und es hat gestunken und wir schauen so rein in das Wohnzimmer, dort so einen Computer gehabt und da ist die ganze Zeit so als Bildschirm schon so eine nackte Frau aufploppt. Das ist mir so im Kopf noch. Und ich dachte, wow. Wieso überrascht mich das nicht? Ja, Alter. Noch schlimmeres Bild, wenn der Bildschirm schon noch weg war. Was? Das schlimmere Bild war wahrscheinlich, wenn der Bildschirm schon noch weg war. Stimmt. Ja, nachher haben wir dort ineinander so geschaut und es hat einfach ein Sofa gehabt. Kleiner als der Tisch, also da hast du sicher nicht das zweite drauf Platz und eben sein Bett. Und ich habe dann gesagt, hey, wo schlafen wir? Und er sagt, hey, kein Problem, klar, ich schlafe auf dem Sofa und wir können in seinem Bett schlafen. Mal beruhigt sein. Nein, dann sind wir dort in das Bett rein und ja. Hast du mit dem Dude in dem Bett müssen schlafen? Nein, ich bin mit meiner Kollegin da ins Bett gepennt, okay. Oder? Okay. Und er ist dann noch zum Glück auf dem, auf dem Sofa gewesen und ja, wir sind dann in das Bett gelegen und auch das Bett ist einfach fettig. Ja. Es war uhr grusig. Und am anderen Tag hast du gewusst, das ist das grosse Vorsprech. Ein sogenanntes Fett. Ja. Das ist ein Fettbett. wir sind am Morgen aufgewacht und ich habe wirklich keine Luft gehabt. Also der Sauerstoff war weg. Ich bin... so. Jetzt muss ich schon fast wieder kotzen, wenn ich daran denke. Apropos so Method Acting. Und dann sind wir dort Haus über Kopf abgehauen. Und so bin ich dann das Vorsprechen. Und dementsprechend auch scheiße gespielt. Yeah. Und dann, bevor sie eigentlich etwas gesagt haben, habe ich dann auch gesagt, also, hey, völlig entspannt, ich weiss, was ich heute abgeliefert habe, die könnten mir einfach ein Nein geben, wir gehen wieder. Und sie haben gesagt, ah oh, ja, da sind wir froh. Ja, genau. Was ich aber auch schon gehört habe von so Schauspielschulen ist auch, sie wollen nicht schon zu fest geformte Leute. Ja, ja. Weil sie wollen ja noch mit dir arbeiten. Sie wollen genau. Ja irgendwie ihre, keine Ahnung, ihre Ideologie, ihre Stempel sie irgendwie noch brechen können. Neu zusammensetzen. Und prägen. Ja, und all das Zeug. So, du, schau, also das kommt von Schule zu Schule, ist das Angst. Es sind verschiedene Philosophien. Oder? Da gibt es also die Ostschulen. Dort, von denen hat man immer so, also auch mehr so Mythen gehört. Oder? Die brechen die und setzen die wieder neu zusammen. Und du kommst aus, wie aus einer Fabrik, als der deutsche Schauspieler für die deutsche Bühne. Und aber auch Bern, oder? Oder Bern und Zürich sind auch so zwei. Für den Zürcher hat man immer gesagt, das sind die Schwäne. Und in Bern sind die Ratten. Oder? Und so hat eigentlich jede Schule hat so ihre Mythologie. Und ich habe die Schauspielschule auch extrem genossen. Weil du kommst dort rein und ja, du kommst mit einem gewissen Farbfächer so, an Können oder auch Erfahrung. Und es geht ja wiederum, dass du in dieser Schauspielschule nachher den Farbfächer noch mehr kannst aufmachen kannst. Und auch kannst du erforschen, dich selber kannst du erforschen und schauen, wo sind deine Grenzen und wie kannst du auch gewisse Grenzen überschreiten. Oder? Also auch dort wieder eine grosse Selbstverantwortung, die eigentlich auch von Grund auf gefordert wird. So. Und du entwickelst dich auch auf allen Ebenen eigentlich weiter. Das heisst, schon nur stimmlich, du weißt, wie deine Stimme funktioniert, du gehst körperlich, du hast tägliches Körpertraining. Ich meine, ich habe dann top ausgesehen. Das ist crazy, was wir dort an Tagen, das waren 10 Stunden, wo wir dort eigentlich in dieser Schule aufgebracht haben. Mit den verschiedensten Fächern. Und ich, auf eine Art vermisse ich die Zeit und auf eine Art finde ich geil, ist es so durch. Also, weil eben so seine eigene Kunst zu finden und seinen eigenen Weg auch wirklich können zu beschreiten. Und dann in die halt schon auch harte Branchen- und Businesswelt rauszukommen. Yeah. Also ich meine, du kennst es, ist ja, man muss schon Biss haben. Und da lenkt einfach so eine Schule lenkt nicht. Ja, yeah, also klar, ich wollte immer Comedy machen, das war immer mein Endziel gewesen. Und was mich im Schauspiel wirklich auch sehr gestresst hat, ist Business. Weil ich eben so wie gemerkt habe, also zum Glück, wie in sehr vielen Bereichen, du musst
zu 150% dabei sein oder gar nicht. Mhm. Aber es ist nicht etwas, wo du einfach mal so ein bisschen machst. Oder? Mhm. Und Comedy ist natürlich genau das Gleiche und Musik ist wahrscheinlich genau das Gleiche und so weiter und so fort. Aber ich habe dort eben schon gemerkt, ah, das ist meine Grenze. Ich will nicht 150% machen. Aber das ist immer persönlicher Geschmack, persönlicher Einschlag. Wenn ich gewusst hätte, ich will zu 100% Schauspieler sein, dann hätte ich ja zu 150% das Business durchgemacht. Ja, ja. Aber gleich hat sie halt in der Branche behalten, eigentlich. Also einfach in die Comedy-Schiene, oder? Ja. Wo ja so irgendjemand, also ich stelle mir das so vor, irgendjemand tut ja schon sehr viel Ähnlichkeiten da sein. Es hilft sicher, die Einflüsse zu haben. Mhm. Weil schlussendlich gibt es aber einen grossen Unterschied. Ich merke immer, Leute aus der Moderation sind meistens einfacher im Comedy-Bereich drin als Leute aus dem Schauspiel. Mhm. Weil wenn man anfängt, einen Comedian spielen, Horror, klar. Weißt, dann ist natürlich die Connection nicht mehr zum Publikum. Weil was man halt wirklich macht in der Comedy ist, du durch die vierte Wand, aber von Anfang an, also im Moment, wo du auf die Bühne kommst, durch sie durchbrechen. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass du... Ja, und bist dementsprechend auch viel verletzlicher, oder? Also genau, du führst einen Dialog, aber die andere Seite sind eigentlich nur... Lachen, also es sind eigentlich nur Reaktionen. Mm-hmm. Aber es ist trotzdem ein Dialog. Würde ich aber einhängen, ist beim Schauspiel 1:1 auch so. Das läuft aber auf einer feineren Ebene, oder? Genau. Also, weil, was ist ein Schauspiel ohne Publikum? Ein paar Leute auf der Bühne, oder? Yeah, yeah. So. Aber was ich halt, genau das finde ich auch irgendwie das Geile, also wie ich es genieße, was ich auch verdammt genieße, ist, das Publikum kommt rein und hat vielleicht eine Erwartungshaltung, oder? Und du hast da 8 Wochen lang ein Stück geprobt. Und dann fängt man an zu spielen und der Schauspieler geht seiner Fantasie nach und staucht in die Geschichte, in die Figuren rein. Und das Publikum kommt mit und im Publikum seine Fantasie ist ja genauso gefragt. Also ich finde immer so, als Publikum kannst du nicht einfach reinhocken und denken, berissle mich. Sondern du bist ja genauso gefordert. Du musst ja auch deine Fantasie anregen. Du musst ja auch offen sein. Und erst da oben, wenn man sich da oben trifft, auf der Zwischenebene von Publikumsfantasie und Schauspielfantasie, sage ich jetzt mal, dort entsteht ja eigentlich das Stück. Yeah. Dort entsteht die Geschichte. So. Ja, dann kriegt es Leben. Und dann kriegt es Leben. Das sind ja dann auch die magischen Momente, wenn genau das passiert. Mhm. Umso härter, wenn es eben nicht so passiert. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Oh, was ist die schlimmste Auftritt? So die Anekdote. Ja, es gibt logischerweise ein paar. Es ist immer schon mal ein grundsätzlicher Unterschied, weil das hast zum Beispiel im Schauspiel viel weniger. Du hast natürlich auch Auftritte vor Leuten, die weder auf das gewartet haben, noch für das da sind, noch Geld für das gezahlt haben. Also und am allerschlimmsten ist, wenn sie nicht mal gewusst haben, dass es passieren wird. Also weißt du, wenn es dann irgendwie heisst, wir haben jetzt noch eine Überraschung. Juhu! Jetzt gibt es etwas für die Lachmuskeln. Ja. So, oder? Dann wird es schwierig. Hast du noch gute Pressure, Mann, oder? In dem Moment. Irgendwie in deinem Kopf segmentieren. Also, einer, den ich hatte, und das ist dann, es ist dann schon so absurd schlecht, dass du einfach, du hast dann wie so eine Out-of-Body-Experience. Du bist dann zwar auf der Bühne und stirbst gerade 100 tot, aber du siehst es eigentlich schon fast von außen. Also so mache ich es. Das habe ich schon als Kind gehabt. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, einmal bin ich im Tram umgekehrt, weißt du, wo du zur Schule fährst. Tram völlig überfüllt. Und ich bin irgendwie umgekehrt und bin so halb übertrampelt worden. Und ich hatte dann so wieder Außenblick gehabt. Ja, du hast eine NATO-Erfahrung, oder? Ja. Du bist ja nachher eigentlich auf der Bühne auch so. Und hat dann gefunden, ich bin jetzt gerade in einem Sketch. Ist okay. Weißt du? Und hat dann einfach so am Boden, und ich so, au, so Zeugs gemacht, oder? Und irgendwie habe ich das Gefühl, bei so richtig schlimmen Auftritt ist es genau das Gleiche. Dass du siehst dann wieder Comedian, der jetzt dort gerade spielt, oder? Und das ist zum Beispiel einer, ich sehe, vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr haben. Große Autobude, wo extra so eine Eishockey-Halle gemietet hat und solche Sachen. Und es war ganz absurd gewesen, weil die haben dann das erste Fest seit Corona. Das heisst, haben sich viele Leute nach 2 Jahren zum ersten Mal wieder gesehen und so. Und dort ist zum Beispiel auch nicht kommuniziert, dass es noch Comedy wird geben und auch nicht, dass ich das wird sein. Das ist, wenn ich selber den Auftritt, sag ich jetzt mal, buche,
ja, und es nicht irgendeine Agentur macht und ich direkt mit den Leuten rede, sage ich immer, wissen die Leute, dass ich komme? Am besten mit schon Namen im Vorfeld, weil dann können sie halt schnell online schauen und dann kann auch die Hälfte entscheiden, das will ich nicht sehen. Aber dann haben sie es schon für sich entschieden und dann sind sie halt draussen am Rauchen oder was weiß ich. Mhm. Die anderen haben sich aber schon eben auf das eingelassen. Mhm. Wie eben auch im Theater, die Leute dann müssen sagen, okay, das ist jetzt der, ich gebe mir das jetzt. Und dort ist das alles nicht der Fall gewesen. Und weil es halt dann noch eine riesen Halle ist, die Leute viel zu weit entfernt, das heisst, du eben kannst nicht so gut mit ihnen kommunizieren, sondern du bist mehr so ausgestellt allein. Und es ist eigentlich völlig klar gewesen, die haben eine Stunde nach mir ist der DJ gekommen und hat irgendwie Avicii reingehauen. Und dann haben die sich gegenseitig auf die Schulter genommen und haben einfach betrunken rumgetanzt. Und das haben sie wollen machen, das ist das Einzige, ja, was sie ja, haben ja. machen wollen. Ja. Aber das Geilste ist dort wirklich gesehen, dass ich von der Bühne komme und die oberste Chefin kommt zu mir und sagt, es tut mir so leid, ich habe noch gedacht, das kommt nicht gut. Danke. Ja, also weißt du, ja. der Kontostand sagt Danke, aber so künstlerisch gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob das eben irgendjemand etwas gebracht hat. Das Härteste, was ich glaube, mal einmal erlebt hatte, ist, das war 2013, 2014, ich bin wir waren in einer Crew, gewesen, wo das Stück heisst A Lovely Piece of Shit. Und wir sind in verschiedenen Techno-Clubs sind wir go spielen. Das heisst, wir haben von 10 bis 11 haben wir so wie eine, so eine Einführung gehabt, eigentlich ins Stück hinein. Also wir haben dann schon angefangen zu spielen. Es ist recht klassisch eigentlich abgegangen. Wir haben vorher die Leute in die Geschichte hineingenommen. Und nachher haben wir es wie geplant, dass wir durch die ganze ganz Techno oben, kommen wir immer wieder plötzlich so als Figuren, sind wir dort auftaucht. Und haben das ganze Publikum immer wie mehr in unsere Welt hineingezogen, Wonderland ist es eben nicht gewesen, sagen wir Wonderland, einfach noch gleich noch kommt es mir ins Wonderland hineinziehen und es ist eigentlich darum gegangen, dass wir die Leute verführen dazu, dass sie müssen glücklich sein müssen. Und wer nicht glücklich ist, muss den Club verlassen. Also sehr so ein Nazi-Glücksregime ist das eigentlich. Und erst am Schluss, wo die Leute mit einem Einhorn auf dem Kopf, also wir hatten so Pappbecher, die so in die Spitzen und auch mit dem Zeigefinger so ein Einhorn gemacht haben, dann haben sie ja gecheckt, oh wow, wir machen glaube ich alle nicht mehr mit. Was vielleicht nicht so geil ist, oder wir wissen, wo das auch kann. Yeah. Und das hat teilweise so unfassbar krass funktioniert. Also die Leute haben in diesen Clubs plötzlich von rennen. Natürlich hast du noch ein bisschen M-Demand, der alte Stoff irgendwie noch mitgewirkt. Wir haben Leute gehabt, die es nachher checken konnten. Und die Leute, die uns sozusagen nachgegangen sind, die wollten retten und haben davon Blockaden machen. So der schwarze Block, wo sie wollten daran hindern zu tanzen und nicht in die verführerische Glückswelt einzutauchen. Und so haben wir unsere Up and Downs gehabt. Es hat aber auch eine Vorstellung gegeben in St. Gallen-Umgebung, ich weiss das Dorf nicht mehr, irgendeinem Club. Und wir haben 3 MD-Nasen vor uns gehabt, wo irgendwie die Geschichte verfolgt haben. Ein paar andere, die irgendwie so halb zugelassen haben. Und so eine Hip-Hop-Gang, die überhaupt keinen Bock hatte auf uns. Und dort ist man dann, ich meine, das braucht huere viel Power, du bist irgendwie so 8 Stunden bist du dort am Gutzigen. Und dann kommt halt irgendwann so ein Thun-Sandwich zu fliegen und das landet mir einfach, das ist eine obere Bühne gewesen, sind irgendwie oben und das macht und ich bin dort so einem Monolog gehalten gewesen, am Schwitzen und ich schaue einfach so traurig auf meine Schulter und wie das Thun-Sandwich hat mir so langsam so die Schultern runtergefallen und denke, okay, ich glaube, jetzt habe ich den Tiefpunkt von meiner Karriere hätte ich jetzt angefangen. Und auch dort hatte ich das genau das Gleiche. Ich habe das so absurd und so auf eine Art lustig und traurig gefunden. Aber einfach das Sandwich, das da landet und denkst, es ist wie im Film. Yeah. Wie geil ist das denn? Yeah. Ja, man romantisiert ja das Zeug dann. Ja, du musst ja durch den Shit durch. Oder? Genau, sonst würdest du nicht mehr weitermachen. Oder? Ja. Und ich glaube, das ist ja auch das unglaublich Gemeine an alles, was live ist einfach, es braucht manchmal so einen Mini-Moment, dass alles zusammengehen kann.
Und das ist man sich aber meistens eben erst wieder bewusst, wenn es passiert. Mhm. Oder? Weil eben, es gibt so gewisse Sachen, wo du eigentlich von Anfang an weißt, zum Beispiel hat jetzt sogar die Chefin, ich habe das Gefühl gehabt, es kommt nicht gut. Mhm. Der weiß es eigentlich schon, oder? Ja, aber es gibt so Situationen. Der Vetter hat mir mal erzählt, er ist in Chicago ist er Slam Poetry schauen, mhm. Wo glaub sogar von dort kommt. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe sicher eine Hochburg gesehen in den USA für Slam Poetry und irgendwie vor 20 Jahren. So. Und dann hat es also ein riesen Event gehabt, weiss nicht wie viele tausend Leute und so. Und ein cooler Moderator. Und der hat immer mit Leuten angesagt und ist dann aber irgendwie so auf der Bühne geblieben, glaube ich, auf dem Sofa. Oder irgendwie so. Und dann hat es einen gehabt, der kommt und hat irgendwie drei Seiten oder so parat. Und dann legt er los. Und er hat wirklich alle die Tausende von Leuten hat er völlig in seinem Bann mit diesem riesen Monolog. Und es ist ganz schnell und irgendwie, es sind voll dabei. Ja. Und da. Und es sind alle so gespannt dabei. Und dann hat ist am Ende von der ersten Seite und dann muss er so eine Mini-Pause machen zum Umblättern. Mhm. Und danach hat einfach der Moderator anscheinend sich so führen gelernt und ins Mikrofon gesagt, Page 2. Und der ganze Saal verreckt vor Lachen und es ist alles zusammengebrochen. Ist fertig? Ja. Es ist fertig. Ist einfach fertig. Es ist so gemein, aber es ist irgendwie auch mega lustig. Ja. Und ich denke, manchmal braucht es wirklich so eine Mini-Ding. Ich habe schon Leute gesehen im Comedy-Bereich, wo es läuft super und dann passiert ihnen irgendetwas Kleines und sind mehr bei sich, gerade so am irgendwie hinterfragen oder so. Ich meine, gerade als Comedian, musst du so schnell sein. Und dann geht es zusammen. Und wenn du eben nicht so schnell bist, ich finde das ja so krass, eben irgendwie, wie heisst er? Der Frey, der Comedian, der Frey, Also es gibt da Alain Frey, ja. Der kommt bei mir irgendwie immer wieder mal auf der Insta-Wall und so. Yeah. Ich finde halt huere krass, wenn er... Das ist von Solothurn. Yeah. Huere lustige Geschichte, die er irgendwie erzählt hat, von so einem Schwertladen, wo er abends vorgestanden ist und ich weiß noch nicht mehr was. Und ich dachte, ich kenne den genau dort auch, huere gefährlich. Ja, okay. anyway, aber was ich bei ihm einfach so crazy gefunden habe oder finde, wie unglaublich schnell er auf Publikum eingeht, yeah. auf irgendwelche Einrufer oder auch wenn irgendjemand gestört laut Wuhu! Ruft oder was auch immer und es nicht nur schafft, dort eine Pointe drauf zu setzen, sondern er schafft es, eine Pointe zu setzen, dann kommt der erste Lacher, aus dem holt er eine zweite, eine dritte, eine vierte und dann tätscht er am Schluss noch den Rest drauf. Mhm. Und das finde ich halt so crazy faszinierend. Yeah. Ich meine, mir ist ja auch schon passiert, gerade im Theater Winterthur, habe ich How to Date Feminist gespielt. Irgendwie einen Abend gegeben, das ist alles scheiße gelaufen. Die Musik, der Funk ist irgendwie ausgegangen, bei meiner Kollegin hat es immer so ploppt, immer so und es hat auch von Schiffen und es hat gewirkt, als würde das ganze Theater zusammenbrechen und der Techniker hat uns irgendwie mal gewunken, wir müssen abbrechen, weil er nicht gewusst hat, was es ist. Mhm. Und fürs Publikum saugeil. Fehler, die lieben ja Fehler. Yeah. Das ist, solange du kannst aufnehmen. Yeah. Und ich auch dort, so Bier, jetzt das ganze Ding so von kräuseln und dann irgendwie so gesagt, du hast etwas falsch gegessen, oder? Und was es so tönt, wie so, würde ich die ganze Zeit so furzen. Und dann das Publikum, wahaha, und ich denke, Stand-up, yes. Und dann, das haben wir dann irgendwie alles so wieder geschafft, wir haben auch ein unterbrechen, das Stück. Und dann bin ich plötzlich vor dem Publikum gestanden und dann denke ich, ja. Und jetzt steht der Dimitri Stapfert auf der Bühne, eigentlich nur in der Figur von dem Typ. Und jetzt musst du irgendwie interagieren. Yeah. Und dort dann irgendwie das Glück, dass manchmal gibt es so einen Flow, der funktioniert. Und du bringst irgendetwas, wo du denkst, das finden sie lustig. Ah, lustig. Machen dort noch etwas mehr. Dann kommt meine Kollegin zurück und ich, wir haben sehr schnell funktioniert. Ich habe gesagt, mach mal Replay. Sie so, Replay. Und dann sind wir alles rückwärts zu dem Punkt wieder gelaufen, wo wir eigentlich abbrechen mussten. Und das Publikum hat über den Huren geil gefunden. Aber dort hat es auch so einen Moment gegeben, wo ich irgendwie wie einen Spruch gemacht habe. Ich gesagt, ja, was hat er denn heute alle gegessen? Ich weiß nicht, warum ich das gefragt habe. Und dann sind ein paar Antworten gekommen, die waren lustig gewesen. Und dann habe ich nicht mehr weiter gewusst. Also, es ist so, das Handwerk vom Comedian, auf dem nachher noch eine Geschichte aufbauen, das finde ich halt. Eben, das finde ich sehr faszinierend, das finde ich ziemlich geil. Das, schlussendlich ist das auch einfach Training. Also du brauchst sicher eine gewisse Begabung dafür, aber schlussendlich ist es auch dort,
ich habe es kürzlich, ich glaube, in einem Podcast einmal gesagt, so gerade nach Corona ist eben so Publikuminteraktionen, Crowdwork, ist bei mir wieder auf Null gesehen. Und ich hatte davor hatte ich so einen richtig guten Groove, wo irgendwie so ein paar Leute haben gesagt, du bist der Beste in der Schweiz, der das macht und so. Also du hast wirklich so das Gefühl gehabt. Und das gibt dann nochmal so ein Selbstvertrauen und umso mehr gehst du dann eben da raus und dann hast du auch so einen Moment, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt absoluter Bullshit, was ich sage, aber du denkst eigentlich nicht mehr. Du denkst nicht mehr nach, sondern es kommt einfach. Und dann nach Corona, irgendwie ersten Auftritt, habe ich so gedacht, ja, aber dann gehe ich raus, mache ich ein bisschen Crowdwork und so. Und dann hast du wirklich so gesehen, und von wo bist du? Winterthur. Okay. Und weißt du, du bist einfach weg. Es ist einfach so, ja. die paar Monate sind einfach, es ist Repetition, es ist Training und irgendwie musst du das einfach, ich denke so, im Fußball musst du irgendwie so wieder ein bisschen das Gefühl im Fuß kriegen, damit du die Freistöße wieder richtig kickst. Ja, Mann, es ist eben das Handwerk. Es ist das Handwerk, das man sich auch erarbeitet und eben über die Erfahrungen, über die Zeit, die sich irgendwie auch eben aneignet. So. Und wenn man plötzlich aus dieser Übung rauskommt, ich meine, wenn es bei mir wieder ein Päuseli geht und dann eben auch wieder mal musst, du weißt, okay, jetzt heisst es wieder, let's show, also the show must go on, also, jetzt geht es auf die Bühne. Alter, ich bin aber so scheiß nervös. Yeah. Ja. Weißt du, wie bist du bei dir bei der Nervosität? Ich habe sogar das Gefühl, je mehr, also ich weiß, wenn ich das mit 13 dazu nehme, habe ich eigentlich eine Branchenerfahrung oder Schauspielerfahrung von 20 Jahren. Oder? Also so, seitdem beschäftige ich mich mit dem. Auch schon in einem professionellen Rahmen. Seit 10 Jahren bin ich so ein sogenannter Working Actor. Oder? Also arbeite zu 100% auf dem. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wegen der Nervosität. Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, dass bei mir die Nervosität immer wie mehr steigt. Statt dass sie abnimmt. Ja, finde ich auch faszinierend. Ich kenne zwei, drei Leute, die das haben. Im Schauspiel hatte ich es extrem. Bin ich extrem nervös gewesen. Ich weiß, mein erster Theaterauftritt wirklich, da hatte ich wirklich nur drei Sets gehabt. Und die Regieanweisung ist gesehen, du läufst durch die Türen rein und dann läufst du zu mir führen, ganz am Rand von der Bühne, oder? Und ich weiß, wenn ich die paar Schritte gelaufen bin, dachte ich, fuck, das ist viel zu nah zu dem grossen, dunklen Raum, wo jetzt einfach hunderte von Menschen sitzen, oder? Und ich habe so einen Hotellehrling gespielt und ich hatte so ganz breite Hosen an. Und ich habe so gedacht, hoffentlich sehen die Leute nicht, dass meine Knie jetzt gerade einfach zu Elvis machen. Nein, also weißt du, einfach so richtig. Ja. Und ich weiß, ich glaube, die ersten zwei Jahre oder so auf der Bühne hatte ich die Schulter da oben gehabt. Ah, wirklich? Aber wirklich, ja, so. Ja. Unter den Ohren. Einfach immer so angezogen. So wie so ein Pinguin gelaufen. Und irgendwie Habe ich dann so jetzt retrospektiv, kann ich sagen, habe ich wahrscheinlich dort all das mal eben können durchleben. Und ich schwöre dir, der erste Tag, wo ich Stand-up gemacht habe, keine Nervosität. Bis heute. Ah, crazy. Also ich kann, so wie ich jetzt mit dir schwätze, der Luca kann das wahrscheinlich bezeugen, so schwätze ich mit dir und dann schaue ich auf die Uhr und sage, jetzt gehe ich auf die Bühne. So. Und es ist einfach Level. Crazy. Ich habe aber schon das Gefühl, dass irgendjemand der Körper etwas durchmacht. Weil ich werde zum Beispiel so ziemlich genau eine halbe Stunde vor Auftritt, werde ich todmüde. Aber so richtig, so wie betäubt. Ja, hat mir ein Giftpfeil reingeschossen. Das kann ich auch. Und ich bin so... Und ich habe das Gefühl, das System fährt komplett runter, damit dann ab dem ersten Schritt auf der Bühne, bumm. Weil was ich eben hatte, durch die Nicht-Nervosität, habe ich auch schon Auftritt einen, und das war schrecklich, wo ich gefühlt nach 20 Minuten erst auf der Bühne gesehen bin. Ich bin 20 Minuten auf der Bühne gestanden und erst dann bin ich effektiv auf der Bühne angekommen. Und das war eigentlich das schlimmste Gefühl, das ich jemals hatte. Das war für den Auftritt, glaub, gar nicht so entscheidend gewesen, aber einfach so wie neben den Schuhen, so komplett nicht da. Oder? Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt das, was passiert, dass wenn eben so der Körper runterfährt und ich so müde bin, dass das bewirkt, dass ich nachher auch komplett da bin. Weil das war eigentlich eher das Problem gewesen. Aber bei Schauspiel bin ich wahnsinnig nervös gewesen, weil ich immer gewusst habe, es ist nicht nur von mir abhängig. Und irgendwie das ist lustig, das ist das, was mich beruhigt. Wirklich? Ja, also, weißt du, also wenn ich
ich habe die Nervosität genau bis zum Vorhang. Ja. Und dann gehe ich auf die Bühne und es macht Boom. Mhm. Und ich habe einfach auch ein ganz schlimmer Moment war, so, ich habe mich hinterfragt und weiss nicht was. Und ich dachte, ich schaffe das heute nicht. Und es sind irgendwie 500 Leute drinnen gehockt. Im Theater St. Gallen. Mhm. Und ich habe Karl Moor gespielt. Und ich dachte, hey, ich könnte jetzt einfach entscheiden, ich gehe nicht auf die Bühne. Mhm. Ich kann jetzt einfach sagen, ich gehe nicht. Ich könnte einfach sagen, ich gehe nicht. Vielleicht mache ich das jetzt so einfach mal. Vielleicht ist es halt das erste Mal in der Schweiz, dass ein Schauspieler vor dem Vorhang steht und sagt, ich gehe nicht auf die Bühne. Mhm. Und dann war mein Stichwort gewesen, und ich bin auf der Bühne gewesen und habe gespielt. Yeah. So. Und ich weiß nicht, was es ist, aber dass man immer zusammen das Projekt stemmt, dass man zusammen auf die Geschichte aufarbeitet und dass man eben nicht allein da oben ist. Das finde ich eine verdammt geile Challenge. Mhm. Weil du merkst schon natürlich bei deinem Partner, hey, ist er heute da, ist er heute weniger da? Mhm. Wie kannst du miteinander arbeiten, um den anderen wieder aufzuwecken oder mitzunehmen? Oder wo ist das Publikum heute? Also der ganze Triangel und, von Energien, die auf dieser Bühne sind, plus noch die Geschichte, die oben durch sollt, und die Figur, die du musst füllen, das Adrenalin, das eigentlich hier durch den Körper durchjettet. Wow, das ist das, was ich liebe. Oder? Yeah. Und die Vermittlung von Geschichten einfach. Also ich sehe mich dort nachher auch einfach mehr als Schauspieler im Sinn von, ich vermittle Geschichten, ich vermittle Stories, ich vermittle Energien, ich vermittle, das ist das. Und ich darf ein Teil von dem sein und ich darf selber die Erfahrung machen. Mhm. Was ich halt einfach so hure geil finde, ist, dass jedes Mal, wenn ich in ein neues Stück reingehe, sei es ein klassisches, modernes oder in einen neuen Film, ich lerne so hure viel, wieder, weil ich mich jedes Mal in eine andere Situation muss begeben, in eine andere Story, in eine andere Zeit auch. Oder du spielst aus dem 17. Jahrhundert, aber du nimmst es in die Moderne. Trotzdem musst du das recherchieren, was ist das für eine Zeit, warum ist das dort verhandelt worden und wo sind die Parallelen zur heutigen Gesellschaft. So. Yeah. Und ich merke einfach, dort drinnen bin ich immer in einem ständigen, ja, in einem ständigen Drehen, in einem ständigen Lehren und ja, das ist schon etwas, was mich extrem erfüllt. Ja, ich habe das Gefühl, dass, ich sage jetzt mal ganz, ganz global gesagt, darstellende Künste einen wahnsinnig therapeutischen Effekt haben. Weil bei mir ist so gesehen, ab dem Moment, wo ich Stand-up gemacht habe, ist mir viel besser gegangen psychisch. Und zwar einfach, weil ich Gedanken aufgeschrieben habe und die dann wieder reflektiert habe. Also weißt du, eine Woche später bist du auf einmal so, was habe ich dort eigentlich aufgeschrieben? Aha, wieso habe ich mich dort gefühlt? Also du fährst auch viel mehr dich mit dir selber beschäftigen. Und du hinterfragst dich auch. Genau. Und das kann natürlich auch schwierige Wege nehmen, aber ich finde die mega spannend in dem Moment, wo du deine Kunst auch kannst auch hinterfragen. Das heisst, wie immer, du willst eigentlich noch eins weiterkommen. In der Kunst selber, finde ich. Und das, ja, sorry, die Jungs. Nein, aber das finde ich auch so, das tut manchmal auch weh, oder? Weil, wenn man sich wirklich selber den Spiegel vor die Augen haltet. Ja. Ja, und sich mal halt wirklich in die Augen schaut und merkt so, voilà, da habe ich noch ein hohes Handicap. Warum? Oder was bringt mich dort nicht weiter? Wieso habe ich dort eine Grenze gesetzt? Was ist das? Warum habe ich dort eine Mauer? Und das nachher gut erforschen und eben dort rein reflektieren. Der Prozess, das ist total spannend. Ja, und was ich beim Schauspiel spannend finde, ist, das sage ich sehr gerne in dem Podcast, es gibt so eine Gruppierung von Schauspielmenschen, wo ich wirklich überhaupt nicht vertragen kann. Und ich habe das Gefühl, das sind die, die, bevor sie Schauspiel gemacht haben, nicht wirklich sich mit sich selber beschäftigt haben. Und darum eigentlich das ganze Leben in dem Schauspiel sich bewegen, auch privat. Und das andere sind dann aber Menschen, die irgendwie das eben als einerseits Craft und andererseits eben auch als Selbst, ich sage jetzt mal Optimierung oder auf Selbstreflexion annehmen, oder? Und dann finde ich es eben ein wahnsinnig therapeutischer Prozess, dass man dann auch immer wieder sich selber hinterfragt und nicht einfach sagt, ja eben, ich spiele jetzt das und ich kann jetzt das und ich bin eh so gut, oder? Und ich habe so zwei, drei Szenen habe ich erlebt, wo du das wirklich so wie gesehen hast. Wo irgendwie bei dieser Kinderserie, die ich gespielt habe, hat eine gehabt.
Sie war immer unglaublich fröhlich. So bubbly Mensch, super nett. Und dann hat sie eine Szene gehabt, wo sie irgendwie heulen musste. Ich sage es jetzt sehr global. Mhm. Ja. Und es hat unglaublich viele Takes gebraucht. Und immer so Regie so gesagt, hey, aber also, das reicht nicht, da musst du jetzt sehen. Ja. Und danach ist irgendwann ein Take, weiss du, 7 oder so, hat es geklappt. Und dann hast du sie aber für den Rest des Tages nicht mehr brauchen können. Weil sie so fest eben hat müssen bei sich selber irgendjemanden reintappen und irgendetwas führen holen, wo sie, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, und was ist sie da gesehen, irgendwie Anfang 20, glaube ich, komplett verdrängt hat. Mhm. Und dann, dass auf einmal raufgekommen ist, und dann auf einmal das eben, so wie hat müssen, therapeutisch verarbeiten. Also ich habe es wahnsinnig faszinierend gefunden. Ja, das ist natürlich schwierig. Ich habe auch schon, ich bin als Schauspieler, werde ich nicht dafür zahlt, um Emotionen zu haben. Ja. Yeah. Ich werde dafür zahlt. Oder, es klingt so blöd, ich werde dafür zahlt. Aber ich mache das nicht, weil ich Emotionen, natürlich, es ist so ein bisschen zweischneidig, es ist ein bisschen paradox. Mhm. Aber nein, ich werde nicht dafür zahlt, um Emotionen zu haben, sondern es, man macht das dann mit Emotionen, beim Publikum stattfinden. Yeah. Und das ist, glaube ich, aber auch noch ein wichtiger Punkt, wo man, eben, sie hat dort irgendwie, weiß nicht, wo hin müssen. Yeah, yeah, yeah. Sie hat sich aufgerissen und keine Ahnung, yeah, und hat das aber gar nicht unter Kontrolle und ist völlig in ihrem Element drin gewesen. Aber ist das nachher noch angekommen? Das ist nachher nicht mehr so eine Frage, oder? Wie, und dort in die Mischung, da kommt dann noch das Handwerk wieder rein. Mhm. Weil bei mir ist es komplett unterschiedlich, von Rolle zu Rolle. Was braucht die Rolle? Was brauche ich, um dort reinzukommen? Wie kann ich das Innenleben, das von dieser Figur gegen raus bringen. Wie schaffe ich, dass eine Empathie von außen stattfindet und man eben sich kann irgendwie auch mit der identifizieren. Weil dann, das ist ja spannend, oder? Das geht ja nachher beim Publikum ab. Darum fällt man ja eigentlich auch bei Comedy an von Lachen. In dem Moment, wo du dich ja selber verwirrst. Mhm. Das ist ja eigentlich, das ist ja der Opener. Wenn du dort hast, wenn du Scheiße, habe ich auch schon erlebt. Oder ja, genau. Ich glaube, mich auch über das, über den Beruf finde ich aber spannend, mit dir mal, also mit dir jetzt irgendwie so drüber zu reden. Yeah. Ich kann so auf vielen verschiedenen Ebenen irgendwie anfangen antasten und ein Fass aufmachen. Und was ich auch wieder immer spannend finde, ist, jedes Mal sagt man etwas und das Paradoxe ist, manchmal ist aber auch wieder das Gegenteil die Wahrheit. Mhm. So die, das Floaten halt, so in dieser Kunstform, das haltet irgendwie wach. Ja, wir sind eine riesen Bandbreite, oder? Ja. Und zu dem, was du gerade vorher gesagt hast, du hast, bevor wir aufzeichnet haben, hast du Mike Müller erwähnt. Mhm. Der hat mir mal gesagt, es heisst Schauspieler und nicht Schaufühler. Voilà, genau. Und das ist genau das mit eben, du selber musst nicht mal unbedingt die Emotionen haben. Es geht um Authentizität, die du musst überbringen. Ja, du musst sie einfach transportieren können, oder? Ich denke immer an Bryan Cranston. Ich finde, der wahnsinnig faszinierende Mensch, der bei Breaking Bad hat die Hauptrolle gespielt. Ah, ja, ja, klar, ja. Und von dem, crazy Typ, ja. Von dem hörst du immer, wenn er am Set der netteste und lustigste Typ ist und er schaut immer, dass alle eine gute Zeit haben und solche Sachen. Und im Moment, wo die Kamera angeht, wird er, eben zum Beispiel bei Breaking Bad, wird er mit der Zeit unglaublich böse Drogenboss, wo einfach wirklich so eine unglaublich so eine böse Mensch, oder? Und dann hat er Cut und dann kann er wieder völlig, dann kann er wieder völlig crazy, oder? Und das finde ich extrem faszinierend und es geht eben, wie gesagt, es hat so eine Bandbreite. Und dann gibt es die Leute, wo ich eben zum Teil auch schon mit ihnen zusammen geschafft habe, wo dann so zum Teil ist mir so fragen, hey, ist alles okay? Und die so, ja, aber weißt, ich bin immer noch drin, so, weißt du, und irgendwie, das zieht sich dann über Tage, oder? Ah, ja. Sie dann irgendwie nicht mal wirklich das Method Acting, sondern so ein bisschen in der Rolle bleiben und irgendwie so ein bisschen die Emotionen behalten und so. Und eben, und dort merke ich dann, das ist so meine Wand, wo ich dann kriege, wo ich so finde, also irgendwie müssen wir ja auch, es sind harte Tage, weißt du, es sind lange Tage und irgendwie müssen wir sie auch noch genießen können. Ja, Zeit, ja, klar. Vor allem, wenn man lange wartet, oder? Ja, eben, das gibt ja den ausgelutschten Spruch, ich werde nicht fürs Spielen bezahlt, sondern fürs Warten, das Spielen mache ich gratis. aber ich merke noch, wenn ich so jetzt zurückschaue, es gibt so die Film, den ich gemacht habe, Kinofilm,
Hauptrolle gehabt, 30 Tage am Stück, nicht am Stück, aber 5 Tage drehen, 2 Tage Pause. Aber ich hatte noch in St. Gallen ich noch gespielt, also bin im Ensemble gewesen dort. Und ich einfach über 35 Tage, einfach über einen Monat hinweg, bin ich einfach nonstop am Arbeiten gewesen. Und die Rolle war sehr introvertiert gewesen, also sehr zurückgezogen, sehr bei sich. Und ja, ich würde mich jetzt mal eher beschreiben, dass ich doch eher wach bin, energetisch. So. Das heisst, auf eine Art habe ich dort mich dort suchen, wo bin ich zurückgezogen oder wo habe ich das schon mal gehabt oder wie kann ich das generieren, dass man das dieser Rolle noch abnimmt, oder? Wie kann ich mich eigentlich klein machen, zurückziehen? Und das hat halt schon viel Energie gebraucht, weil das hat sich auch tatsächlich nachher noch in oben reingezogen, weil das auch viel Kraft gebraucht hat, dort zurückzugehen und da drinnen zu sein. Und nachher bist du die ganze Zeit am Drehen, am Wochenende bist du irgendwie plötzlich auf der Bühne und musst irgendwie spielen und dann gehst du wieder zurück in die andere Geschichte von dieser Figur. Und dort habe ich auch von Träumen von diesem Mann. Ich bin dort, ein Horrortraum war, ich bin dort gelegen und bin im Traum aufgewacht, weil im Traum neben mir der Regisseur gehockt ist und gesagt hat, ist alles gut. Du schlafst genau richtig. Du hast den Kopf noch so ein bisschen, ja, jetzt sieht die Kamera auch besser. Und ich so, was? Ich bin am Schlafen. Lass mich in Ruhe. Und dann schaue ich so über und sehe, wie so die Kamera so direkt auf mich ist und der Persch auf der anderen Seite. Und sie mich nicht einmal haben lassen schlafen, weil ich eigentlich unter Tour beobachtet war während dem Drehen und sich das nachher noch so manifestiert hat in diesen Träumen. Also da, von dort kenne ich das auch. Und das war das erste Mal, gewesen, dass ich so gefunden habe, okay, der Dreh ist fertig, wo ist Maske? Hackt mir alles ab. Also ich nachher auf einen Millimeterschnitt, ist mir nachher alles abgeschnitten, wo ich einfach dort raus wollte, irgendwie so. Wieder wollte Dimitri sein, so, wo ich nonstop eigentlich nur da drinnen gefangen war. Und ich würde mich schon beschreiben, dass ich sage, hey, wenn die Kamera angeht, bin ich in der Rolle. Wenn sie abgeht, konzentriert, zurückgezogen, je nachdem. Aber mir ist immer wichtig, hey, wer ist der Kameramann? Wo sind die anderen? Wo sind die Crewmitglieder? Weil wir machen zusammen das Projekt. Wir sind zusammen das am Stemmen. Und das ist nicht nur ich, sondern es hat ganz viele unsichtbare Mitspielen, die eigentlich auf diesen Sets. Und das ist mir huere wichtig, dass ich das spüre, dass wir sagen, hey, wir sind zusammen, wir haben eine gute Zeit, wir können auch mal zusammen ein Bier trinken oder wir können irgendwie auch in der Freizeit mal im Hotel vorne dran miteinander eins räucheln. Ja, also weißt du, was du jetzt erzählt hast, wenn es in Träume reingeht, das zeigt dir ja dann auch immer, dass man das eben gleich auch noch verarbeiten muss. Oder? Es ist, weil es eben so eine therapeutische Arbeit ist, wie ich es nenne, passiert dann halt die Verarbeitung auch noch im Unterbewusstsein weiter. Oder? Und es also das, was du erzählt hast, habe ich so ein bisschen erlebt nach der Kinderserie, wo irgendwie, da haben wir 6 Wochen haben wir gedreht in Amsterdam. Und dort ist es nicht mal so fest um die Rolle gegangen, sondern viel mehr, lustigerweise eigentlich eben das, was in der Schule einem so gestresst hat, das hast du dann dort auch wieder. Du hast so eine klare Struktur und du hast so ein klar aufgebautes Leben, wo du dich eigentlich um nichts musst kümmern. Also weil du kommst irgendwie... kannst theoretisch in Trainerhosen am Set auftauchen und dann heisst es... Und dann machst du keine Bank mehr. Genau. Dann machst du und dann bist du in deinem Kostüm drin. Genau, dann wird das angezogen und danach gehst du in die Maske und dann werden dir die Haare gemacht und da. Und das Einzige, was du musst machen, ist, du musst wissen, wo sind wir? Textmässig, welche Szene, so und das abrufen. Aber alles andere um dich herum, dann heisst es, jetzt ist Essen, jetzt ist da. Also es ist alles klärt. Du musst auch nicht entscheiden, was ist jetzt. Und was wir dort halt gelernt haben, weil eben viele sind auch vorher nicht im Schauspiel tätig gewesen. Du hast das Camera Acting hast du noch ein bisschen gelernt. Nämlich, dass du zum Beispiel keinen Achsensprung sollst machen. Also du solltest nie die unsichtbare Linie von diesen 2 Kameras übertreten, weil sonst sehen wir ja beide auf einmal sind wir beide von links gefilmt. So Zeugs. Und als ich dann zurückgekommen bin ich zum Teil auch entweder mitten in der Nacht oder halt wenn ich am Morgen aufgewacht bin und bin wirklich so gesehen,
fuck, was habe ich für Szenen heute? Weißt du, so? Und bin ein bisschen überfordert gesehen mit, ah shit, du kannst jetzt selber entscheiden, eben, was du anziehst, wie du da aus deiner Tür rausläufst, was du isst, wenn du isst, so. Und ich habe ganz banale Alltagsträume hatte ich und ich habe immer die zwei Kameras gehabt und immer geschaut, dass ich nicht über die Linie gehe. Ach so, krass. Ja, ja. Egal was, ja, weißt du? Ja. Und bin lustig, immer so gesehen. Lustig. Okay, ja. Und sie ist irgendwie gesehen, gar nicht. Irgendwie. Meine Mutter erzählt mir etwas am Küchentisch. Und ich bin so, wo sind die beiden Kameras? Lustig. So lustig. Und darum, ja. es geht dann mehr von, ich sage dann immer von außen nach innen. Dass eben das Erlebte in dir innen halt noch verarbeitet, oder? Ja, voll. Oh. Gut, erzähl mal, du hast jetzt einen Film gemacht, hast du gesagt, oder jetzt kommt ein? Ja, das Jahr habe ich, also letztes Jahr habe ich relativ viel gedreht. Jetzt muss ich gerade schnell. So, okay. Du hättest gewusst, was ich jetzt gerade am Drehen bin? Ja, oder was? Genau, jetzt ist, vielleicht nicht, ob du schon gehört hast, es ist die erste Netflix-Koproduktion mit der Schweiz. Early Birds heisst das. Das ist eine Co-Produktion mit Hugo Films und die in Co-Produktion mit CH Media. Irgendwie so. Und es ist ein Road-Movie, ein Thriller-Drama. Es geht um zwei junge Frauen, die durch einen Zufall eigentlich aufeinandertreffen und die irgendwie so ihre Backstory haben und die nehmen etwas mit, was sie nicht sollten. Und werden eigentlich am Schluss dann sowohl von der Polizei wie auch von der Mafia gejagt. Das Ganze fährt an der Langstrasse in Zürich und geht nachher so quer durch die halbe Schweiz und endet nachher noch wieder durch die Langstrasse. Es ist ein Film mit Power, mit Adrenalin, mit Geschwindigkeit. Und ich spiele da drin einen Cop, also einen Polizist, von der Abteilung Leib und Leben. Es ist ein junger Polizist durch und durch. Hat aber irgendwie, er sagt mal einmal, hey, wäre ich nicht bei der Polizei, wäre ich ziemlich sicher auf der anderen Seite. Yeah. So. Und er schafft mit einer Legende zusammen, mit dem Thomas Roland heisst er in der Rolle. Und ist ziemlich Fan von dem. Finde cool, was der macht, wie der arbeitet, das auch fasziniert. Aber je mehr er und je länger er mit ihm zusammenarbeitet, desto mehr hinterfragt er seine Arbeitsweise. Und das kommt nachher in dieser Story auch immer bei mir raus. Genau, so. Okay, das haben wir schon gedreht? Das sind wir jetzt gerade am Drehen. Okay. Also jetzt gerade gestern an der Langstrasse gedreht. Genau. Das ist geil. Also Langstrasse 3 ist geil. Du kommst einfach ins Wohnzimmer von diesen Menschen dort. Yeah. Weißt, es ist so, eben, du bist der Banker und du hast den Alkoholiker, du hast irgendwie halt das Rotlichtmilieu, das ist alles dort. Und das ist halt schon fett, wenn du eigentlich genau einen Typ spielst auf der Straße dort, dann irgendwie ermittelst oder eben die Szene spielst und alles ist eigentlich live. So, das macht schon ziemlich Spass. Ich an der Langstrasse habe ich wenig Momente, wo ich mich so fest wie ein Comedian gefühlt habe, wie an der Langstrasse. Eine Zeit lang hat es Open Mic gegeben im Long Street. Ah, ja. Also in der Long Street Bar. Und dann gibt es so ein bisschen weiter hinten, kennst du Chicheria? Wo du einfach verschiedene Chicken-Sachen kannst essen. Ja. Oder? Und ja, ist nicht gern. Ich finde es okay. Aber es ist eben Teil von der Experience. Ja. Weil wenn du Comedian wirst, dann siehst du natürlich, wie in den USA im Comedy Cellar gibt es so oben gibt es einen Tisch, weißt, wo alle Comedians sitzen. Und dann siehst du in jeder Serie und in jedem Film, hocken sie immer in Diners nach ihrem Auftritt und labern Bullshit und so, oder? Und wenn ich mal gegangen bin an das Open Mic, habe ich einmal mit dem Cenk, auch Comedian, haben wir abgemacht, dass wir zuerst etwas gehen essen. Und dann sind wir halt einfach in das Chicheria gesessen. Und
dann hast du so die große Fensterwand und du kannst einfach dort hocken, es ist Chicken, labrisch Bullshit und du siehst, das ist geil. Eben nicht alltäglich. Ja. Für die Langstrasse schon alltäglich, oder? Aber ja, ja. Für unser Leben, wo wir sonst führen. Es ist halt alles bald an dieser genau. Langstrasse. Ich meine, was kann ich, was in Berlin irgendwie verteilt ist auf einem Kiez, mit so, wirklich so gross ist wie Zürich. Ja. Keine Ahnung, Neukölln oder was auch immer. Das ist natürlich einfach überall so, aber irgendwie so ein bisschen verteilt. Das ist in der Langstrasse einfach alles komprimiert. Boom. Genau. Dort, ja. Ich habe ein bisschen gecornert, finde ich aber auch geil an der Langstrasse. Ich ein Bierli und dann hängst du einfach irgendjemand an der Strasse und einfach Menschen beobachten. Es ist, dort das ist das Leben irgendwie auf einem anderen Groove. Meine Lieblingsmenschen in der Langstrasse, die siehst du wirklich sonst auch nie, ne, sind so ältere Herren und sie laufen, als hätten sie die ganze Erde auf ihren Schultern. Es gibt so viel von denen. Mhm. Du siehst wirklich so, alle fünf Minuten siehst du einen von denen. Und sie laufen wirklich, sie haben so mega gekrümmt den Rücken. Und du merkst, also du siehst ihnen an, es ist alles scheiße. Ja. So, aber irgendwie, sie laufen durch die Langstrasse. Ja. Ja, ja. Und du hast wirklich das Gefühl, die ganze Erdkugel liegt auf ihren Schultern. Und sie sind wirklich so... Die haben überall Wuslitz. Und plötzlich wird dort wieder etwas gemischelt, dort etwas gemischelt, dann laufst du wieder. Muss man dann absperren? Oder haben die... Voll, ja, das musst du schon blocken. Ja. Also, oder haben das mit immersed? immersed gefühlt. Ja, es ist so teils. Also, teils, aber gestern haben wir jetzt zum Beispiel schon blockt. Aber Michael Steiner macht ja die Regie dort. Yeah. Der ist ja ein mega dynamischer Typ. Also, bei dem ist irgendwie das Gefühl, wenn du hockst neben seinem Hirn. Yeah. Weil das ist so schnell. Bam, 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 bam. Und mega entscheidungsfreudig. Und dann kommt es eben nochmal vor: hey, du, geil, du siehst gut aus, komm. Hast du Bock, dass du mitmachst und läufst da durch und sagst, ja, ist okay und so, oder? Und die Dynamik hat es irgendwie schon. Aber nein, man muss schon blocken. Weil es geht um Community, oder? Du musst ja nachher, wenn du die Szene zweimal, dreimal Ich erzähl dir ja nichts Neues, aber nachher plötzlich hinten dran eine alte Frau hockt und nachher ist es ein schöner, blondierter Typ, macht das halt nicht so Sinn, dann beim Schnitt. Ja. Okay, und für das hast du jetzt die Horn müssen machen? Genau, das habe ich für die, aus dem Grund. Genau, das ist eigentlich noch lustig, weil du so gesagt hast, eben so Hockey-Typ, wo ich immer... Du schaust mich gerade wieder. Nein, ich schaue, was der Solti rausgesucht hat bei Netflix-Produktion an der Langstrasse. Ah, lustig. Aber nachher würde ich aber gerne mal sehen, wie du sonst aussiehst. Eben, das ist eigentlich mit der Backstory eigentlich auch zu tun, wieso ich auf die Friese jetzt gekommen bin. Ja. Yeah. Weil ich mir irgendwie so Bauch hatte, dass der eigentlich mehr oder weniger vorher als Undercover in der Hooligan-Szene zu tun hatte. Mhm. So. Und dann fühlen langsam an die Haare rauswachsen. Genau, langsam die Haare rauswachsen. Und weißt, das Wichtigste eben ist eigentlich, wenn du eigentlich als verdeckter Ermittler schaffst, du machst eben nicht, es kommt nur darauf an, aber eigentlich ist, ich glaube, wie sagt man, so die Raffinesse dahin, dass du eben nicht als verdeckter Ermittler erkannt wirst, ist eben drin, dass man, wenn man dich anschaut, wieder vergisst. Und dass du eben nicht der krasseste Hooligan dort bist. Sondern du bist ein Mitläufer. Du solltest eigentlich sozusagen mit dieser Frise und mit, wie du angelegt bist, sowohl irgendwie im Südflügel können dich bewegen, sowie auch in die nächste Bank reinlaufen oder an der ZHDK in die Hochschule können, reinlaufen, ohne dass du auffällst. Oder? Das ist so ein bisschen der Trick. Und ich habe mir einfach so versucht, und dort bin ich dann eben auf die Frise gekommen, dass das aus dieser Zeit eben noch ein bisschen rausgewachsen und so. Und gleichzeitig ist es halt einfach auch ein bisschen eine Bullenfrise. Also, jeder zwei Polizist läuft gefühlt so rum. Ist so. Ja. Ah, schau jetzt. So, hast du ein Lieblingsfoto? Boah. Das ist die ganze Palette, genau. Ah. Natürlich habe ich noch einen Punk mal gespielt, genau. Das ist genau, ich habe ja so einen halben Punk gespielt in der Kinderserie. Und das ist dann auch das Erste, was ich gemacht habe, wo der Drei fertig war, habe ich auch gesagt, einfach weg mit dem Scheiß. So. Du willst dich dann wie trennen. Du musst wie sagen, das ist jetzt gesehen, oder? Early. Hast du jetzt Early eingegeben? Okay. Early Bird. Early. Ja, voll. Okay, und was vorher hast du noch von einem Film? Das ist der Film.
Das ist der Film, den ich jetzt gerade am Drehen bin, genau. Jetzt mit Mike habe ich jetzt gerade Drehen, der Bestatter, der Kinofilm. Oh, gibt es einen Bestatter-Kinofilm? Kinofilm, ja. Ah, sehr geil. Dort habe ich auch einen Ermittler-Polizist gespielt. Ja. Yeah. Noch schnell, ist der Mike der Geistesich, was geht? Mike ist der Geistesich, was geht. Aber und wirklich? Ja, das ist wirklich super. Yeah. Das, er kommt ja auch aus Alten. Richtig. Und dort haben wir natürlich gerade eine Connection gehabt. Yeah. Und das Lustige ist, er kennt meinen Vater noch früher aus der Schule. Ah, ja. Ja, und seine Mutter, mit ihr bin ich manchmal zum Morgentisch gehockt im Hotel. Mhm. Und sie hat meinen Vater auch noch gekannt, als 16-Jähriger. So, als er 16 war oder 15 und so. Und dann haben wir natürlich jüngste Storys gehabt. Und das Lustige ist, habe ich erfahren, dass es darum gegangen ist, dass ich nachher noch Schauspieler werde, hat mein Vater tatsächlich noch mit Mike Müller angerufen, wie ich das soll machen soll. Ja. Yeah. Genau. Ach, sehr geil. Nein, mit ihm habe ich super und auch seine Schnurren, wenn er einmal einfach wie seine Schnur gewachsen ist, wenn er redet, ich liebe es, es heimelt mich richtig an. Ja, logisch. Und das Geile an Mike ist eben, du hast jetzt Connections gehabt, ich, wo überhaupt keine Connection mit ihm gehabt habe, du hast trotzdem nach einer halben Sekunde das Gefühl, dass du die Connection hast. Ja. Er ist ein unglaublich offener Typ. Er ist so herzlich und er ist so offen und er ist so lieb. Eben, er ist ein Schätzeli. Natürlich ist er super lustig. Hast du mal eins von seinen Stück gesehen? Ich dachte, du hast noch eins von deinen Schätzeli gesehen. ich habe ihn nie live gesehen, aber auch ehrlich gesagt, darum habe ich mir noch überlegt, aber weißt du, ich habe noch nie Comedy live gesehen. Mhm. Also, es ist lustig. Aber ich kenne ihn natürlich auch aus dem Fernsehen. Yeah. So. Yeah. Ja, so, ja. Also ich habe bis jetzt eins gesehen, das neue, gehe ich jetzt noch schauen. Und es ist eben nicht ein Comedy-Programm, sondern es ist wirklich ein Ein-Personen-Stück, wo er auf alle Rollen spielt. Mhm. Und er schreibt es ja selber. Mhm. Und es ist insane. Es ist so gut. Also es ist geschichtlich gut, aber es ist auch einfach geil, dass du glaubst jede Rolle. Ja, nein, er ist ein grossartiger Schauspieler. Es ist abartig gut. Er kann ja aber hure salopp über die Schauspielerei reden, aber dabei ist er... Ja, ja. Wir haben es am Rosa Humor Festival haben wir's gesehen. Und es ist irgendwie wirklich die Riege der Comedy. Irgendwie Zuccolini ist gesehen, Büsser, der Charlie und ich, glaube. Und wir sind alle vier nebeneinander gesessen. Und der Mike hat sein Solostück gespielt. Und ich glaube, wir alle vier hat er uns nachher am liebsten umgebracht. Weißt du, oft so, fuck, ist das gut, oder? Ja. Und wirklich, er hat eine Szene hat er dort gehabt. Das war eben das letzte Stück, nicht das jetzt. Das hat geheißen, heute Gemeindeversammlung. Und es ist wirklich so um eben eine Gemeindeversammlung gegangen. Und was in der Mini-Politik von einer Gemeinde, also was dort schon politisch alles kann passieren, oder? Und wie irgendwie die, ja, ist auf dummy smart. Genau. Das ist wirklich alle, sehr geschickt. Alle miteinander zusammenarbeiten oder eben nicht und wo irgendwie private Konflikte reinkommen. Und dann switcht du einfach auch so in den Dialekt rum. Genau. Das ist eben, so und dann ist eine Figur ist gesehen, so eine Walliser Business-Dude, wo dieser Gemeinde jetzt erklärt, wie irgendwie das und das neu gebaut wird, oder? Und er macht das mit so einer Selbstverständlichkeit und die Leute können nicht mehr. Mhm. Und wirklich, irgendwann ist der Moment, wo einfach die ganze Bude am Zusammenbrechen ist und dort hat er so für eine Millisekunde hat er so zu uns rüber geschaut, so. Ja? Könnte man etwas lernen? Oh Gott. Wirklich so. Ja, geil. Wo und wie können wir uns jetzt umbringen? Nein, er hat mir noch das Freiticket versprochen. der Mike. Nutzt das. Ja, auf jeden Fall. Nein, ja. Das mache ich. Genau. Also, und ich habe gehört, das Neue ist noch besser. Also, ist für mich schwer vorstellbar, aber ja, genau, er schafft's. Das Neue, genau. Wow. Jetzt ist, glaube ich, eine Familiengeschichte. Ah ja. Erbsache. Ja. Ja. Okay, dann ist das dreht. Ja. Also du bist jetzt mehr in Film und TV und weniger Theater. Mal, ich bin im Theater, das ist ganz wichtig für mich, das ist immer noch nach wie vor, das ist ganz klare Grund, ja, so ein Grundmur, also wie sagt man? Grundpfeiler. Also ein Grundpfeiler. Basis. Basis, Grundbasis. Weißt du, vom Theater ziehe ich extrem viel. Yeah. Und das behalte ich auch. Und letztes Jahr bin ich im How to Date a Feminist gespielt, im Theater Winterthur. Ja. Ich bin immer wieder in so ein bisschen Regiepositionen vielleicht da drinnen, in freien Stücken. Ich arbeite, ich habe
im Schauspielhaus Zürich, eigentlich 2013, 14 bin ich dort ein Jahr gewesen. Dann arbeite ich auch viel mit dem Stadttheater Solothurn. Das ist einfach etwas, wo ich mir immer bewahren will, weil ich dort draußen einfach ganz viel rausziehen kann. Weil du hast 8 Wochen Zeit, auszuprobieren in einem Theaterstück. 8 Wochen lang kannst du dich reinbegeben in die Szenerie, in die Geschichte. Und du kannst auf die Schnur fallen und noch einen anderen Versuch machen. Yeah. Erstens während der Probezeit. Und dann kommen ja die Vorstellungen, wo ja du auch immer wieder kannst von neuem sagen, okay, und heute catch ich die Szene ganz anders. Oder ich versuche noch reinzugehen oder was auch immer. Und so lehre ich und bleiben warm. Und einfach auch der Austausch natürlich mit dem Publikum. Und beim Film hat mir die Erfahrung extrem gut getan, wo ich mich schon in ganz vielen Bereichen kann ausprobieren konnte. Und das wie, beim Film ist das wie alles ein bisschen komprimierter. Du hast teilweise viel weniger Zeit. Und es muss einfach die Kamera an und der Shit muss funktionieren. Du musst liefern. Yeah. So. Also heftig habe ich es eigentlich noch gefunden, jetzt habe ich gerade noch WAPO Bodensee Polizei im Deutschen, habe ich so einen Gangster gespielt. Und dort haben wir teilweise 3 Takes. Ja. Yeah. Yeah, und das dann war das Versorgen. Ja. Yeah. Und das bin ich bis dort auch noch nicht gewöhnt gewesen, oder? Sonst hast du dann schon immer noch irgendeine Diskussion und da, wie könnte man das und das und das angehen, oder braucht es nicht noch ein bisschen mehr das, oder, jetzt habe ich die Szene, jetzt habe ich sie gespürt, komm, wir machen noch eine. Vergiss den. Du musst dorthin müssen, du musst ready sein, du musst präpariert müssen sein und du musst sie abliefern. Ja. Finde ich auch geil. Also macht auch Spass. So. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das kann, kommt aus der Erfahrung vom Theater und, ja. Und, ich meine, was ich auch ziemlich lustig finde, oder cool finde, sind halt auf so Improvisationsfilme eigentlich. Dann mit Tom Lass, ich weiß nicht mehr, 2014 war das gewesen. Du hast eigentlich nur im Voraus mal irgendetwas mitbekommen, über deine Rolle, wer du bist. Ich habe dann einen Club sitzen gespielt in Berlin. Und mehr oder weniger, mehr habe ich nicht gewusst. Und dass ich in eine verliebt bin, wo so tut, als wäre sie blind, aber sie ist gar nicht blind. Und dann hat es so einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, hey, Dimitri, setz dich da mal an die Theke, genau. Und du, ihr geht auch an die Theke. Und ich so, aha, und was machen wir jetzt? Das sehen wir dann. Und Kamera, los! Und dann hast du gedacht, auf improvisieren, auf spielen, und aus denen auch nicht, und er hat schon einen Plan gehabt, hat schon gewusst, wo er durch will. Aber du hast nachher dort halt irgendwie plötzlich rausgefunden mit dran, du bist meine Angestellte, du hast das Bier vergessen, bestellen. Und darum habe ich sie nachher zusammenschießen oder was auch immer. Oder? Weil sich die Szenen nachher in alle Seiten können und Richtungen können entwickeln können. Yeah. Und solche Sachen habe ich auch schon gemacht. Oder auch also ich liebe noch immer, weißt, wieder noch ein neues reinschauen können, wo ich nicht konnte. Mal bin ich in der Ferien gewesen, mir eine angerufen und nein, auf Facebook geschrieben. Ob ich ihren Filmweg mitmachen? Ich dachte, was ich im Film mitmache, wer bist du? Kannst du dir mal vorstellen? Oder ich kann mir nicht, also, dein Konzept, was? Dann habe ich nicht darauf geantwortet. Dann hat sie noch eins geschrieben, so, ja, sorry, ich habe das und das habe ich schon mal gemacht. Und es waren einfach so Musikvideos gewesen. Die waren verdammt schräg gewesen. Und irgendwie haben mich die gecatcht und dachte, die sind noch lustig, die Videos. So ganz anders, überhaupt nicht, ganz aus einem gewohnten Rahmen die gesprengt irgendwie. Und dann hat sie mir mal angerufen und hat so einen französischen Akzent gehabt, so, ja, hallo, Dimitri, und ja, wir machen einen Film. Und sie hat so französisch, ich habe in Berlin gewohnt, wir machen so einen Film und wäre es schön, wenn du auch machst und du hast eine Hauptrolle. Und ich so, ja, wer macht das? Freunde, und aber nicht alle professionell, aber schon auch professionell. Und die Geschichte, ja, du spielst dann Gustav oder auch den anderen, wir werden sehen, komm einfach nach Berlin vielleicht. So. Und dann dachte ich, wie sie geredet hat und wie sie ihr das Zeug vorgestellt hat, dachte ich, du bist so schräg. Das interessiert mich. Das interessiert mich. Dort, jetzt gehe ich dort auf Berlin und schaue mir das mal an. Und dann bin ich dort nachher hin und habe irgendwie von einer Galerie habe ich warten. Und ich habe dort einfach mal so eine halbe Stunde gewartet. Es ist einfach niemand gekommen. Es ist niemand da gewesen. Ich dachte, ich habe heute 3 Tage, ich komme gar nicht raus. Und dann plötzlich kommt so eine wilde Truppe irgendwie so anzudingeln und so, ciao, Sali. Und ich so, ja, ciao zusammen. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Und so. Und ich so,
ja, ich bin, also es ist komisch, das zu sagen, aber ich glaube, die Hauptrolle so. Mhm. Ah ja, cool, bist du bye-bye, check, Faustschlag, lalala. Ja, die anderen kommen dann vielleicht, nur eine Viertelstunde gewartet, da kommt irgendeine Regie, sagt so, ah, schön, bist du da. Und während dem Klopf nimmt mir irgendein T-Shirt auf, klebt mir das Mikro hin mit Gafferband. Mhm. Also, ich finde das nicht so schlimm an für sich, aber ich habe halt irgendwie so da gerade komischerweise recht empfindliche Haut, schon beim normalen Ding bekomme ich Pickel. Und dann ist es mit dem Gaffer, kann man nicht etwas anderes andrücken? Wir haben nichts anderes, Entschuldigung, zack, wieder weg, okay. Und dann haben wir dort halt irgendwie von Drehen mit ihr in so einer Bettszene vor dem Schaufenster und draussen sind alles fremde Leute durchgelaufen und irgendwie plötzlich einer von dieser Crew sagt so, ja, das findet ihr jetzt nicht so gut, was ich gemacht habe. Und dann denke ich, hey, stopp jetzt mal. Erstens bist du nicht der Regisseur, ich komme nicht raus, wie funktioniert der? Und dann sehe ich, ja, eigentlich bin ich die Regisseurin, ich weiß, aber wir machen das hier so ein bisschen, ja, wer gerade was sagen kann und so, der sagt auch. Und ich so, okay, gut, ich muss mich ganz komplett Angst drauf einlassen jetzt. Ja, okay, und dann haltet jemand die Kamera immer noch auf mich drauf und ich sage, warum filmst du? ich bin im Fall, also können wir, ja, weißt du, wir nehmen alles auf, das wird dann so eine Doku-Fiction, irgendwas. okay, cool, also ich hatte einen halben Ausraster gehabt. nein, irgendwie nicht. Doch, egal. Okay, machen wir das Ding durch. Hey, der Film ist am Schluss an jensten Festivals gelaufen und hatte so eine geile Dramaturgie gehabt. Und irgendwie habe ich so gedacht, ich bin so froh, dass ich dort mitgemacht habe. Mhm. Aber als ich dort fertig gesagt habe, habe ich gesagt, ich mache es nicht mehr. Nein, das mache ich nicht. Das ist der grösste Scheiß. Aber es ist hure geil gelaufen, es ist an jensten Festivals eben gekommen und auf einer Streaming-Plattform läuft er jetzt. Wo ich so gedacht habe, eben manchmal die Erfahrung, oder, das bringt dir aber so den Reicher, das Bauchgefühl. Mhm. Und irgendwie merkst du so, da ist jemand, da steckt irgendetwas drin, das werde ich ein bisschen schmecken. Was läuft dort? Yeah. Und das finde ich halt irgendwie auch geil in unserem Job oder in dieser Branche, so die Möglichkeiten. Ja, es ist geil, wenn man es machen kann. Das ist natürlich geil. Eben, für das musst du ja auch zu 150% investieren. Ja, ja. Dort habe ich nichts verdient. Ja. Yeah. Das ist einfach, das ist ein Erfahrungswert. Irgendwie so. Ja, voll. Sehr schön. Also, und wenn du jetzt den Film gemacht hast, weißt du, was als nächstes kommt, oder? Ja, das nächste. Nicht drüber reden. Ja, tatsächlich. Also, es kommt ein recht fettes Projekt, ist eigentlich in der Pipeline, wo ich noch gar nicht darüber sagen darf. Ja. Dass es eines der besten Bücher war, die ich bis jetzt auf den Tisch hatte. Mhm. Das freue ich mich sehr. Dort warten wir eben auf das Greenlight und darum kann ich da gerade noch nicht mehr sagen. Ja. Und nachher geht es Ende Jahr eigentlich auch weitergehen mit Theater, aber dort könnte es eben mit einem anderen Projekt noch irgendwie quer kommen. Darum kann ich dort auch noch nicht viel sagen, es ist am Laufen und ich kann es tun, sowohl im Film wie auch im Theater, wissen wir. Das ist das, was mich immer am meisten gestresst hat, ist Projekte aneinander vorbeijonglieren. Also, du bist immer am Hustlen, oder? Ja. Und dann manchmal habe ich einfach einen Shit, Anfangs 2022 habe ich gedacht, fuck, das wird das grösste Scheissjahr. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Pumpenvoll. Mhm. Am Schluss pumpenvoll gewesen. Mhm. Und das Zeug aneinander vorbeibringen und irgendwie eben, das macht echt nicht so Spass. Ja. Yeah. Auch das Privatleben darauf beizubringen, das ist ja schon noch, also wir können ja mal darüber reden, was auch nicht so cool ist an diesen Jobs. Und das finde ich auch ziemlich, viel vom Privatleben geht schon auf Kosten von dem Job. Ja. Weil du baust, also ich baue alles um den Job herum. Mhm. Und die mit mir Kontakt haben, müssen dort um den Job mit umbauen. Ja. Und was ich gemerkt habe, ist, logischerweise ist dann auch für dich als, ich sage jetzt, der Aussenseiter im Privatleben, weil du bist nicht immer rum, ist ja dann auch die Bringschuld, sich auch wieder bemerkbar zu machen. Das ist mega lang mein Problem gewesen, weil irgendwie halt so, weißt du, am Anfang fragen die Kollegen, hey, wir gehen am Samstag zu Nacht essen, kommst du auch, oder? Dann sagst du, hey, am Samstag kann ich auftreten, geht nicht. Dann fragen sie noch zwei, dreimal und du kannst auch noch zwei, dreimal nicht. Dann entscheiden sie natürlich, da fragen wir jetzt nicht jedes Mal, für das ihr Nein sagt, oder? Mhm. Das heißt, dann kommst du auf einmal du in die, ob ich sage, das Bringschuld, wo du dann musst sagen, hey, übrigens, ich bin in
3 Wochen hatte ich einen Samstag oben frei. Einfach, dass ich es euch mal gesagt habe, falls du wollt, weißt du so. Aber bis du das mal gecheckt hast, oder? Und das habe ich, gerade wo wir den Film gedreht haben, habe ich dann dort auch irgendwann mal einen freien oben gehabt und hat es wirklich Wochen vorher, da habe ich das allen gesagt. Und dann sind wir irgendwie, ich weiß doch, an einem American Pie oder irgendeine Scheiße mit dem Kino geschaut. Geil! American Pie! Ja, ich glaube, der vierte oder ja, so, weißt du? Und das ist eines der schönsten Öben in meinem Leben gesehen. Weil einfach, weil ich mich so bewusst habe darauf einlassen können und eben das, das Privatleben stattfinden lassen. Weißt du, ich suche das jetzt gerade auf. Hey, das ist einfach, das sind einfach 3 von meinen besten Freunden. Wir sind ja, zusammen im Kino. Ja, mit der Crew wieder ein bisschen unterwegs. Voll geil. Ja, ja. So, und dort ist aber ganz klar, eigentlich dein Job, das wieder einzubringen, oder? Ich habe es natürlich mittlerweile auch so eingerichtet, oder es hat sich einfach so ergeben, dass ich extrem viele ganz, ganz enge Buddies und Freunde, dass sie alle im Schauspielbereich tätig, also oder in der Branche in der tätig. So, dass es ja, dass das nachher von den Freunden her sehr gut irgendwie aufgeht. Und ich habe noch irgendwie so einen Teil-Crew, wo ich ab und zu treffe, aus Wangen-Beolten. Und das finde ich halt auch immer wieder geil, so in so eine ganz andere Realität können reinzutauchen und wieder so, ja, das Leben noch einmal so aus anderen Richtungen mitzubekommen. Oder wo sind die am Hustlen, wo sind die am Strugglen, was geht bei denen ab? Und das sind halt schon komplett andere Themen als jetzt, sagen wir, bei uns im Kunstbereich, habe ich so das Gefühl. Ja. Yeah. Ja. Ich meine, also heftig ist jetzt auch, es ist gestern ist mein Grossvater verstorben. Es tut mir leid. Ja, voll. Es ist gut. Er durfte schön gehen und er durfte loslassen. Und das ist irgendwie so, es ist nicht überraschend gekommen. Man konnte es ja so begleiten. Von dem her ist das irgendwie safe. Also weißt du, auch safe jetzt von den Emotionen her und irgendwie trotzdem, aber dem. Ja, Mann, das ist dein Grossvater, weißt du, du hast ja mit dem, dieser Gross, der hat dich ja irgendwie durch noch geprägt. So. Aber du bist halt am Drehen. Ja. Yeah. Oder, ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit der Beerdigung, aber es sieht so aus, dass sehr wahrscheinlich an dem Tag ein 3-Tag ist. Und es ist alles so gebaut, dass das ziemlich sicher nicht wird klappen, dass ich dorthin kann. Und das finde ich halt schon, das sind aber die Sachen, wo das tut dann irgendwie weh. Wenn ich so denke, Gott, der cool. Ja. Yeah. Sowieso, aber auch der Tod allgemein, das ist in der Gesellschaft sowieso, hat eben keinen Platz mehr. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber das ist mir jetzt, gestern ist mir das so durch den Kopf gegangen, weil ich gemerkt habe, hey, der Tod ist eigentlich allgegenwärtig, aber er ist nicht im Alltag da. Das ist auch gut. Also, aber trotzdem, der Bezug dazu, Gott, finde ich, ist komplett verloren. Also ich, das ist so ein Thema, das auch ein Tabuthema ist. Altwerden, Sterben, all die. Das, jetzt rede ich einfach darüber, wo ich über den Grossvater plötzlich nachdenke. Aber weißt du, was ich. Verstehst du, oder? Ich habe. Es ist wie so aus der Gesellschaft so das irgendwie, das Thema. Ich habe das Gefühl, es ist der Tod ist so das Thema, das am meisten prägt ist durch die persönliche Erfahrung, die man gerade durchmacht. Und das spiegelt sich dann auch in der näheren Gesellschaft wieder. Weil, ich weiß nicht, wie alt bist du? 35, also, du bist auch 88, gell? Ja. Ja, 88. Ja. Also ich bin, also, 2 Wochen bin ich 35. Ich bin auch erst im Juni 35 gemacht. Okay. Ich bin 34. und ich bin so dumm, ich kann nicht mal einfach rechnen. Ich sage, ja, logisch, ist ja 35, ja. Wenn er... Aber ja, hätte können sein, wenn du jetzt gerade Geburtstag hast. Ja, stimmt. Aber bei mir ist es jetzt so gesehen, in den letzten, was wollen wir sagen, 2 bis 3 Jahren bin ich wirklich umgeben von unglaublich vielen Todesfällen. Ah ja, ja. Okay. Nähere Leute, aber auch binoche Leute, irgendwie zum Teil ältere von denen. Und weißt einfach irgendwie, bei mir ist es aber gerade sehr allgegenwärtig. Und so ein bisschen die Realisation, aus persönlicher Erfahrung, es hat mal so eine Welle gegeben, wo irgendwie noch Urgroßeltern zum Teil und dann Großeltern und auf so ältere Leute aus diesem Umfeld, die sind langsam gegangen. Und dann ist es so ein bisschen wie ruhig. Und dann merkst du so, jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, wo halt
eben, es ist auch mal etwa 60, wo du irgendwie eine Connection gehabt hast und es sind irgendwie nähere Bekannte und eben schon ältere von Leuten und es wird oft immer wie mehr und dann fährst du halt auch jetzt mit Leuten einfach darüber reden und dann merkst du so, das ist automatisch auch mit dem Alter gebunden, dass einfach je älter du wirst, desto eben allgegenwärtiger wird. Weil ich habe das faszinierend gefunden, wenn ich meine Urgroßmutter damals noch besucht habe und irgendeine Nachbarin läuft vorbei, dann haben sie sich eine halbe Stunde lang erzählt, weil jetzt gerade alles gestorben ist. Das ist ja klar, das stimmt auch, das ist schon ein Punkt. Und das ist denen ihre Realität und die ist sehr klar, oder? Die ist sehr nah. Vielleicht ist das auch, was mich ein bisschen beschäftigt hat, ist vielleicht auch das Altwerden an sich und nicht im Sinne von, ich will nicht alt werden, überhaupt nicht, aber was passiert mit dir als alter Mensch in dieser Gesellschaft? Wie schnell bist du plötzlich nicht mehr Teil davon und wie schnell wirst du halt, also wie schnell bist du plötzlich draus? Und dann, natürlich hat das auch mit dem Alter zu tun, du kannst auch nicht mehr überall mitmachen oder was auch immer, aber wie fest ist das eigentlich noch integriert? So, weil wir eigentlich ein bisschen mit dem beschäftigt, dass man jung bleibt. Das ist der ganze Hustle, oder? Optimieren und jung bleiben. Yeah. Und ich merke es schon nur, wenn ich auf der Straße laufe und eine ältere Dame Hallo sage. Wie das bei denen aber macht, so wie denen die Augen fangen verstrahlen, oder? Yeah. Wo sie plötzlich wieder gesehen werden. Yeah. Und es ist wie so, dass nicht mehr, also ich weiß es nicht, wir sind eigentlich bis jetzt hier einen älteren Mensch hocken und von seiner Erfahrung reden, oder? Ich rede ja wie so das, was ich das Gefühl habe zu beobachten. Aber dass du als, je älter du wirst, plötzlich auch nicht mehr gesehen wirst. Und das habe ich das Gefühl, ist in anderen Kulturen einfach anders. Das hat mehr so, also es hat mehr eine Ehrbarkeit oder was auch immer. Yeah. Nicht, dass man die muss, dass man den Kopf haben und sich verneigen vor diesen Menschen. Nein, aber das Wahrnehmen im Alltag, das Wahrnehmen und Sehen, ich glaube, das ist schon krass in dieser Zeit, wo wir leben und auch in dieser Gesellschaft, wo wir jetzt drinnen sind, wie irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt du übergangen wirst. Schon von der Wahrnehmung her. Ja, oder siehst du das nicht so? Ich habe das Gefühl, es gibt immer wieder so ein bisschen Shifts, wo wahrscheinlich mit jeder Generation und mit jeder Halbgeneration sich das auch wieder ein bisschen verändert. Mhm. Also es braucht dann zum Teil wieder ein Bewusstsein, wo das dann wieder in die andere Richtung kann steuern. Und darum ist das immer so, für mich persönlich habe ich das Gefühl, das ist immer so ein bisschen hin und her pendeln. Weil ich bin zum Beispiel mit viel älteren, und mit älteren meine ich jetzt älter als ich, aufgewachsen. So, und irgendwie schon als Teenager habe ich mich immer so ein bisschen verloren gefühlt. Und dann machst du irgendwie Spruchaufenthalt, habe ich in England gemacht. Und ich bin nur mit der Leiter rumgehängt. Aber ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht, 13 gesehen oder 14, irgend sowas, weißt du? So, dass irgendwann jemand gefragt hat, braucht er 24-Stunden-Betreuung? Ist auch ein von denen. Das auch, ja. Aber... aber er ist auch oft so mit uns unterwegs, oder? Und gleichzeitig auch Leute, bekannte Freunde von meinen Eltern, weißt, wo dann zum Teil sogar auch nochmal 10 Jahre älter sind als die, so, und irgendwie fährst du eine Connection zu denen aufbauen. Also ich sage zum Beispiel vom einen zu Basel, sage ich, das ist mein Ziehvater. So. Und dann werde ich älter und die Menschen werden im Verhältnis auch immer gleich viel älter, logischerweise. Oder? Und der ist jetzt dann bald 70. Und da tue ich jetzt nicht... Da fange ich jetzt nicht an ausblenden oder so. Weißt? Und ich glaube, das hat sicher schon mal dort etwas damit zu tun, was so gesellschaftlich passiert. Das ist jetzt sehr salopp gesagt, aber ich schaue gerade The White Lotus. Ja, das hast du vorhin habe ich es irgendwie mitbekommen. Aber den kenne ich eben nicht. Gott, nein, ist das geil. Also die erste Staffel haben wir schon vernichtet, jetzt sind wir in der zweiten. Und dort sagt der eine, F. Murray Abraham spielt so einen Grossvater. Und dort geht es eben so ein bisschen um so einen Generational Clash von seinem Enkel, der sehr, sehr modern, sehr sensibel, inklusiv ist, sehr woke, würde man wahrscheinlich sagen. Und halt eben so ein bisschen Probleme hat mit den Ansichten, die er noch hat und so. Oder? Und jetzt sagt er einen Satz, und er sagt,
die älteren Leute, früher sind sie bewundert worden, oder? Und jetzt sind sie eigentlich nur noch eine Erinnerung an eine Zeit, die niemand mehr will haben. Oder irgendetwas hat er gesagt. Ich kann es nicht genau wiedergeben, oder? Aber es hat wahnsinnig resoniert bei mir. Es hat oft so eine Und das ist vielleicht auch manchmal, was du darstellst, oder? Für was du automatisch positioniert wirst. Weil ich denke dann eben an Leute, die ich kenne, und ich so denke, das ist aber nicht das, was die Gesellschaft abbildet. Oder? Nein. Man macht dann natürlich automatisch die Vorurteile. Und man sagt, aha, ja, was für ein Jahrgang? Okay, wahrscheinlich eher so angesiedelt. Weißt du? Ja. Du machst automatisch so Einteilungen, die überhaupt nicht logisch sind. Ja, klar, du kennst ja die Menschen nicht. Genau. aber es passiert ja mit allen, oder? Aber es gibt immer Gruppierungen, wo man es dann mal mehr in die Richtung macht und mal mehr in die Richtung, habe ich das Gefühl. Nein, wenn ich jetzt zurückdenke, ja klar, also ich habe mega viele Urgroßeltern gehabt, du? Mhm. Ja, zwei, ja. Bei mir sind es 3,5. Also die eine, weiß ich, bin auf der Schoss gehockt oder so, das ist irgendwas, das Bild. Aber drei Urgroßeltern, wenn ich mich noch krass erinnere. Und ich habe viel Zeit mit denen irgendwie verbracht. Das ist... jetzt habe ich gerade gedacht, wo sind die alten Menschen in meinem Leben jetzt gewesen. So, ja, voll, nein. Und die haben natürlich das schon alles mitbekommen, dass die gestorben sind und so. Aber eben, wenn halt so etwas wieder neu passiert und jetzt du sagst so eben auch, wenn jetzt bei dir gerade ein bisschen öfters jetzt anscheinend passiert ist, dass der Tod in der näheren Bekannteskreis stattgefunden hat. Ich weiß nicht, es wirft dem schon auch immer wieder so ins Jetzt zu dir und eben also über die Gedanken über Tod oder Gesellschaft oder das Altwerden und so und genau. Aber vielleicht wollen wir ja mal eins wieder so einen Schlucker aus der sehr schweren Thema machen. es ist nicht umsonst. Soll ich wieder etwas über meine Filme erzählen? Genau. Es ist nicht umsonst ein Feelgood-Podcast. Ja. Oh jo, scheiße. Nein, aber das ist ich finde aber, wenn wir über so einfach. Bei dir macht es einfach Piep. Überhaupt. 5 Minuten lang. Nein, sondern ich bin fest überzeugt, dass wenn man eben offen und ehrlich über so Sachen redet, wie auch in der Comedy, eben das. Ah, irgendjemand wiedererkennen und darum lacht man, habe ich das Gefühl, kann einem das auch so ein gutes Gefühl geben, dass es sind ja, eben, du hast vorhin gesagt Tabu, ich empfinde es nicht als Tabu, aber ich empfinde mehr einfach, vielleicht ist es ein bisschen Tabu, aber ich empfinde eben, dass man auch gern offen darüber redet, weil es allen Menschen so geht und dass man durch das dann auch wieder Connections kriegt. Ja, das merke ich immer wieder. Wenn es mir mal irgendwie nicht so gut geht, wegen was auch immer, dann probiere ich das am meisten zu sagen. Nicht jetzt oft, wenn du jemanden auf der Straße siehst, en passant. Ja. Hey, wie geht's? Ganz ehrlich, das und das ist passiert. Das willst du ja auch nicht. Aber dass, wenn du wirklich mal ein Gespräch führst, dass du das dann ansprichst und es dir dann automatisch Halt gibt und ein bisschen Gefühl von Gemeinsamkeit, weil oft die Person vielleicht sogar darauf gewartet hat, um dann auch mal ein Erlebnis zu erzählen oder irgendetwas, was bei der passiert ist, wo das spiegelt. Oder? Und ich kann zum Beispiel jetzt bei dir kann ich sehr stark nachempfinden, wenn du sagst, dass gestern dein Großvater gestorben ist. Weiß ich noch genau, danke vielmals, dass du trotzdem da bist. Nein, aber es ist so, dass man dann für den nächsten Tag, dass man dann irgendwie eben so sagt, okay, aber ich probiere es trotzdem schnell weiterzumachen, was es auch immer ist. Und ich weiß noch ganz genau, wo meine Großmutter gestorben ist, wo mir sehr nah war, habe ich am nächsten Tag einen Auftritt gehabt. Und die Leute fragen immer so, wie ist das eben, wenn privat irgendetwas auf die Bühne und musst und kannst du das abstrahieren oder wie auch immer. Das habe ich ja schon älter, ja. Ja, ich auch. Und das habe ich immer gesagt. Ich sag, der Moment, wo ich auf die Bühne gehe, das sind meine Ferien. Mhm. Also wie eben zum Beispiel Spielen ist gratis, oder? Ja, genau. Das ist alles drumherum. Und der Moment, wo ich auf die Bühne gehe, bin ich so, hey, alles, was passiert ist, jetzt gerade habe ich Ferien. Das ist mein Time, oder? Das haben wir auch schon gehabt, wenn ich wirklich so einen richtigen Scheißtag hatte. Ja. Und ich dachte so, und jetzt gehe ich einfach auf die Bühne und ich bin in einer anderen Welt, in einer anderen Story. Und das sind Leute, die haben gezahlt,
die wollen die gleichen 100% wie die Leute von gestern. Mhm. Und das haben die echt verdient. Und darum, egal was ich habe, ich gebe immer 100%. Wenn ich 40% habe, weißt du, an Energie, yeah, gebe ich die ganzen 40%, also 100% von diesen 40%. Mhm. Du musst nicht immer 100 von 100, um das geht es nicht. Aber die Leute merken, ob du 100% gibst von den Prozent, die du zur Verfügung hast. Ja, klar. Weil dann bist du, das ist nachher gleichwertig. Kein Sparmodus, ja. Das ist kein Sparmodus, sondern du gehst raus. So. Ja. Und das eben, das tut auch verdammt gut. Die Erfahrung habe ich auch. Ja, und auch dort merke ich, wie es eine Form von Verarbeitung ist. Mhm. Weil zum Beispiel bei diesem Auftritt dann dort, ich habe so einen Briefkasten gemacht, weißt, wo immer die Leute haben können Fragen und Bemerkungen reinschmeissen. Und dann habe ich spontan auf der Bühne habe ich auf die reagiert. So. Und an diesem Tag hat irgendjemand etwas geschrieben über eine Grossmutter, also sprich über meine, irgendwie eine Frage gestellt. Mhm. Und sogar dort habe ich den Schalter gehabt, wo ich dann eben so habe sagen krass, sie ist gestern gestorben. Und heute macht irgendjemand einen Witz über meine Großmutter, weißt du, in dem Zettel. Und der Schalter ist aber dort hin. Und dann habe ich in das performative Ding können. Und ich weiß keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe, aber irgendetwas Lustiges habe ich können antworten und bin weitergegangen. Und habe dann gemerkt, wie das in dem Moment auch wieder mich so einen kleinen Schritt weitergebracht hat in der Verarbeitung. Ja. Nicht ein Riesenschritt. Ja, weißt, ja, ja, nicht, ja, klar. Nein. Es ist nicht alles gut nachher, weißt du, aber so. Einfach, dass die Hirne in dem Hypermode dann schnell das alles irgendwie verarbeitet, oder? Das raus. Ja. Rauslassen, oder? Ja. Energie rauslassen. Das ist halt einfach... Eine Schauspielkollegin von mir hat zum Beispiel auch einen Todesfall gehabt im Umfeld, Selbstmord. Und sie hat dann gerade ein Theaterstück gespielt, wo jeden oben so ziemlich genau die Szene mit ihr auf der Bühne gesehen hat, oder? Das ist schon krass, ja. Und sie hat gesagt, wie einfach... die Zeit schrecklich war, aber dass das Theaterstück dann eben auch so ein bisschen repräsentativ geworden ist für die Verarbeitung von dem Ganzen und dass ab dem Tag, wo sie nicht mehr das Stück gemacht hat, wie eben, keine Ahnung, wie der Kopf abrasieren oder was weiß ich, hat sie dann auch das Ganze können loslassen. Also es hat dann so ein bisschen wie einen Zeitstempel gehabt. Mhm. Du hast wie gewusst, du musst jetzt schnell, blöd gesagt, durch die Hölle, aber du weißt, du siehst wie ein Datum. Also du siehst nicht wie, sondern du siehst das Datum, derniere und nach dem. Ja. So. Und darum, ich find wichtig, dass man ab und zu über so Sachen redet. Und ja, eben, wenn man schon den grossen Vorwurf macht, Tabu oder so, und nachher selber nicht darüber redet, ist ja nachher irgendwie, ja. Ja. Ist ja nachher auch nicht ehrlich, oder? Ja. So. Wenn es dann eins ist, aber ja. Ja. Sehr schön. Yeah. Weißt du, wie lange wir schon geschwätzt haben? Nein, keine Ahnung. 1:45. Ah, wow. Ja. Yeah. Habe ich mir nicht gedacht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe das Gefühl, du hast auch zweimal so das, was ich sehr oft habe in dem Podcast, so, dass man wird eben so wie eine Zone, man geht in der Zone. Und man hat keine Ahnung mehr, ja. Was genau ist, aber man ist einfach da. Und ich finde das mega schön. Ja, ja, merci vielmals. Und an der Stelle vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich will jetzt mal ein bisschen Zeugs mit dir schauen. Ja, hey. Frieden kannst du reinziehen, die Serie SRF. Ja. Dort habe ich auch einen Ermittler von der Bundesanwaltschaft gespielt. Und ich glaube, das wird dir gefallen. Ja, das mal ist... Dort bin ich ziemlich stolz. Das ist im Umfeld sehr gelobt worden. Ja. Zum Teil weißt du, also ein bisschen die kritischere SRF-Stimme und was weiß ich, können dann gleich mal zugeben. Hat einen schönen internationalen Charakter bekommen, ich gefunden. Ja, das wird ihm auf jeden Fall geben. Ja, cool. Auf Play Swiss. Richtig. Wo auch mein Solo-Programm ist. Muss jetzt auch noch schnell droppen. Ja. Play Swiss ist aber schon noch geil. Ja, schon noch gute Sachen da drauf. Super. Also ich bin mir zwar nicht sicher, ob es auf Play Swiss ist oder auf Play SRF. Hey, und stimmt. Und wann spürst du das nächste Mal? Was haben wir heute? Übermorgen. Welcher haben wir heute? Wenn das rauskommt, wird irgendwie, ich weiß gar nicht. Wann kommt das raus? Freitag in einer Woche, glaube ich. Freitag in einer Woche. Dann spiele ich, glaube ich, gerade als nächstes in Rorschach. Kann das sein? Ich glaube, ja. Rorschach. Und ich werde zum ersten Mal eine Impro-Comedy machen. Okay. Ja, da bin ich sehr gespannt. Geil.
Ja, du, ich habe mir jetzt erhofft, mit dieser Frage vielleicht so eine... Eine Einladung? Yeah. Ja. Du kannst eh jederzeit kommen. Ja, also eh. Aber wo wohnst du denn jetzt? Ich wohne in Zürich. Okay. Ja. Nein, in Zürich bin ich 21. Februar, Bernhard Theater. Geil. Und wir können noch die eine oder die andere brauchen. Der ist doch gebongt. Also komm, mach mal. 21. Februar. Kommst du sehr gerne vorbei. Ja? Dimitri, vielen Dank, bist du da gewesen. Danke dir. Danke Luca fürs Aufgleisen und danke Christoph für... Alles andere. Macht's gut, bis bald. Peace.